Was sind die kleinsten Bausteine der Natur? Was ist es, das die Welt im Innersten zusammenhält? Schon immer versucht der Mensch, Antworten auf diese Fragen zu finden. Für den Dichter und Naturforscher Johann Wolfgang von Goethe ist das Gute, Wahre und Schöne die geheime Natur unserer Welt. Der Physik-Nobelpreisträger Werner Heisenberg ist seit frühester Jugend fasziniert von den Gedanken Goethes. Die Harmonie und Ästhetik der Natur begegnen ihm in mathematischen Formeln. Mit ihnen beschreibt er die Welt der kleinsten Teilchen. Damit revolutioniert er unser gesamtes Weltbild. In Werner Heisenbergs Jugend ist die wissenschaftliche Denkweise noch von den Naturgesetzen geprägt, die Isaac Newton im 17. Jahrhundert formulierte. Der Legende nach begann Newton über Gravitation nachzudenken, nachdem ihm ein Apfel auf dem Kopf gefallen war, und begründete damit die klassische Mechanik. Seit dieser Zeit betrachteten viele Wissenschaftler und Ingenieure die Welt als Maschine und Gott als ihren Konstrukteur. Alles schien berechenbar. Die Physiker waren überzeugt, bald auch die letzten Rätsel des Lebens zu lösen. Der Siegeszug von Technik und Maschinenwelt schien unaufhaltsam. In diese Welt wird am 5. Dezember 1901 Werner Heisenberg in Würzburg geboren. Ein Jahr vor Heisenbergs Geburt hatte der Physiker Max Planck über die Eigenschaften von Energie und Licht geforscht. Er erkannte, dass sie nicht als kontinuierliche Strahlung auftreten, sondern in Form von genau definierten Energiepaketen. Vergleichbar ist das mit Wasser, das nicht als Strahl, sondern in gleichförmigen Tropfen herabregnet. Max Planck nannte diese Energiepakete Quanten. Seine Erkenntnisse drückte er in mathematischen Formeln aus, mit denen er eine neue Theorie über die kleinsten Bausteine der Welt begründete. Die Quantentheorie. Werner Heisenberg begeistert sich schon früh für die Naturwissenschaften und besonders für die neue Physik. Das beschreibt er in seinen Memoiren, die er größtenteils in seinem Haus in Urfeld am Walchensee verfasst hat. Anna Maria Hirsch, die älteste Tochter Werner Heisenbergs, hat sich eingehend mit der Familiengeschichte auseinandergesetzt. Aus was für einer Familie stammt Werner Heisenberg eigentlich? Der Vater, der war bestimmt ein ehrgeiziger Mann, denn ich meine, er ist aus einer Schlosserheimat, sozusagen sein Vater war ja Schlosser, ist er dann irgendwie ausgebrochen und ist Byzantinist geworden und hat sich vergraben in die alten Dokumente. Das ist ja ein ungewöhnlicher Lebenslauf und das heißt, er muss eigentlich sehr, sehr ehrgeizig, sehr strebsam gewesen sein und bestimmt auch für seine Söhne, das stelle ich mir so vor, ich habe ihn ja nicht mehr erlebt. Aber er war wohl ein sehr fröhlicher Mann. Und er macht eben auch sehr gerne Musik und Sang. Und das hat ihn dann gleich mit dem kleinen Heisenberg sehr schnell verbunden, weil er dann froh war, dass er einen Sohn hatte, der ihn dann begleitete beim Singen. 1910 zieht die Familie Heisenberg von Würzburg nach München. Werner besucht das Maximiliansgymnasium in Schwabing. Dort ist sein Großvater mütterlicherseits Rektor. Schnell offenbart sich die große mathematische Begabung des jungen Werner Heisenberg. Sein Sohn Martin Heisenberg liest aus den Erinnerungen seines Vaters. Schon als ich die untersten Klassen des Max-Gymnasiums in München besuchte, interessierte ich mich für Zahlen. Es machte mir Freude, ihre Eigenschaften zu kennen, zum Beispiel zu wissen, ob sie Primzahlen seien oder nicht, und zu probieren, ob sie vielleicht als Summen von Quadratzahlen dargestellt werden können. Das Wort hochbegabt reicht kaum aus, um Heisenbergs Talente zu beschreiben. Mühelos erlernt er die Feinheiten der mathematischen Sprache. Seine Mathematikbücher am Gymnasium werden ihm schnell langweilig und er bittet seinen Vater um anspruchsvollere Mathematiklektüre. Dieser bringt ihm eine mathematische Abhandlung in lateinischer Sprache aus der Universitätsbibliothek mit. Denn August Heisenberg unterstützt gern den Wissensdurst und den Ehrgeiz seiner beiden Söhne Ernst und Werner.
Ehrgeiz wird meiner Meinung nach immer etwas falsch verstanden. Ich habe ihn sehr stark erlebt als so ein, einfach in der Psychologie nennt man das Leistungsorientiertheit. Dass er eben das, was er machte, eben gut machen wollte. Und das war mehr so ein sportlicher Anspruch und ein Anspruch an sich selbst und sagte, das ist man den Dingen auch schuldig, dass man die gut machen will, so gut wie man kann. Und er konnte die Dinge gut machen. Werner Heisenbergs Passion ist die Musik. Im Klavierspielen bringt er es schon früh zu Fertigkeiten, die ihm bereits mit 13 Jahren den Zugang zur großen Musikliteratur ermöglichen. Lange Zeit ist er unentschlossen, ob er Musik oder Naturwissenschaften und Mathematik studieren sollte. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs unterbricht das bisherige Leben des jungen Heisenberg. Es folgt eine Zeit voller Not und Entbehrungen. Um dem Hunger zu entfliehen, arbeitet der 16-Jährige mehrere Monate als Knecht und Erntehelfer auf dem Großthaler Hof bei Miesbach. In dieser Zeit habe er arbeiten gelernt, erzählt Werner Heisenberg später immer wieder. Das Ende des Ersten Weltkrieges geht in die Kämpfe um die Münchner Räterepublik über. Werner Heisenberg wird mit Schulkameraden einem Schützenkommando zugeteilt, das in der Ludwigstraße gegenüber der Universität Stellung bezieht. Als die Revolution so langsam abflaut, fängt er an, sich wieder auf die Schule vorzubereiten, die in den Kriegszeiten geschlossen war. Es war im Juni 1919, ein warmer Sommer, und besonders am Morgen gab es so gut wie keinen Dienst. So kam es, dass ich mich nach Sonnenaufgang mit einem Buch auf das Dach des Priesterseminars zurückzog und mich von der Sonne wärmen ließ. Ein Band des griechischen Philosophen Platon in Originalsprache ist Heisenbergs Dachlektüre. Was ich dort las, kam mir völlig absurd vor. Da wurde behauptet, dass die kleinsten Teile der Materie aus rechtwinkligen Dreiecken gebildet seien. Diese Dreiecke, so Platon, sind selbst keine Materie mehr, aber sie gestalten die Materie, indem sie sich zu verschiedenen Formen zusammenfügen. Das sind die bekannten platonischen Körper. Es beunruhigte mich tief, dass ein Philosoph, der so kritisch denken konnte wie Platon, auf derartige Spekulationen verfallen war. Diese irritierende erste Begegnung mit der Philosophie der alten Griechen ist ein Schlüsselerlebnis für Heisenbergs künftigen Werdegang. Er will das Unbegreifliche der Ideenwelt Platons verstehen. Er will für sich selbst die Frage klären, was ist es, was die Welt im Innersten zusammenhält? Nach Platon verbergen sich hinter dem bunten Geschehen der Welt mathematische Formen, aus denen sich alle Materie bildet. Der Philosoph Demokrit hatte andere Vorstellungen. Er glaubte, dass man irgendwann auf winzig kleine Objekte stößt, die nicht mehr weiter teilbar sind, die Atome. Er stellte sie sich vor wie winzigste Billardkugeln. Aus der unterschiedlichen Anordnung dieser Atome, so glaubte Demokrit, sind alle Erscheinungen der uns bekannten Welt aufgebaut. ...1920 macht Werner Heisenberg ein glänzendes Abitur. Für seine außergewöhnlichen mathematischen Fähigkeiten wird ihm das bayerische Hochbegabtenstipendium am Münchner Maximilianeum verliehen. Noch im gleichen Jahr beginnt Werner Heisenberg bei Arnold Sommerfeld in München Physik zu studieren. Sommerfeld zählt zu den Wegbereitern der neuen Quantenphysik und versteht es bestens, junge Talente zu fördern. Seine Freizeit verbringt Werner Heisenberg am liebsten in der Natur, mit seinen Freunden aus der Jugendbewegung. Also von der Jugendbewegung habe ich auch einige Leute kennengelernt. Ich würde sagen, sie war charakterbildend. Sie hat also seinen Charakter gebildet, dass er eben Leute nach hilfsbereit war.
dass er Leute aus der Patsche hilft, wenn sie irgendwo drin waren, dass er sich kümmerte um die Leute. Nicht, also man sieht es aus den Briefen an die Jugendbewegten, die späteren Briefen, dass er sich um sie kümmerte, um wie sie lebten, wie sie weiterkamen in ihrer Laufbahn. Nicht, ob sie dann in die Wissenschaft gingen oder nicht in die Wissenschaft gingen. Da hat Heisenberg sehr, der war irgendwie einer, den man anreden konnte und der einem auch weiterhalf. Die Burg Pappenheim im Altmühltal ist ein Ziel der zahlreichen Wanderungen mit seinen Freunden aus der Jugendbewegung und Ort eines besonderen Erlebnisses, von dem Heisenberg später immer wieder erzählt. Lange Diskussionen über philosophische Fragen beschäftigen die Jugendlichen. Sie leben in einer Zeit, in der sich alte Werte und Vorstellungen auflösen. Auf viele Fragen finden sie keine Antworten. Werner Heisenberg entdeckt die Werke Goethes für sich. Hier findet er Bestätigung für sein eigenes Empfinden, für eine göttliche Ordnung in der Natur. Wie der große Dichter will er nach jenen der Erscheinung zugrunde liegenden, von Gott gesetzten Strukturen forschen, die nicht nur mit dem Verstande konstruiert, sondern unmittelbar geschaut, erlebt, empfunden werden können. Er hat auf jeden Fall diese Augenblicke der Beglückung immer in der Natur und mit der Natur erlebt. Nicht? Das war in Pappenheim, da gibt es ja so eine Stelle, wo er sagt, da irgendwie unterm Sternenhimmel, da kann man auf einmal sozusagen dieses die Natur oder das Ganze. Das Ganze war auch ein ganz wichtiger Begriff für ihn, nicht das Ganze, nicht dass die Dinge sich zusammenfügen, die Musik und die Natur und die Menschen und die Natur. Wenn das verschmilzt, das ist im Grunde so ein mystisches Erlebnis, was er da hatte. Durch die Diskussionen mit seinen Jugendfreunden findet Werner Heisenberg einen Schlüssel zum Verständnis für Platons berühmtes Höhlengleichnis. Platon vergleicht darin die Menschen mit Wesen, die in einer tiefen Höhle gefangen sind. Licht erhalten sie von einem Feuer hinter ihnen. Doch sie können nur nach vorne schauen, gegen eine Wand. An dieser Wand erscheinen für sie in Form von Schattenrissen die Dinge der Welt. Platon vergleicht dies mit dem Alltag von uns Menschen, indem wir Dinge für real halten, die in Wahrheit nur wie Schatten der eigentlichen Wirklichkeit sind. Gelegentlich kann ein Mensch einen Blick dieser anderen Wirklichkeit erhaschen. Doch was er dann zu berichten versucht, kann niemand verstehen. Wenn wir über Naturwissenschaftler reden oder auch Physiker insbesondere, nicht, dann muss man eigentlich auch Unterschiede machen, von welcher Art sie sind. Ich habe das immer unterschieden. Da gibt es diese Künstlerwissenschaftler, dann gibt es diese Ingenieurphysiker und dann gibt es diejenigen, die Mathematik machen. Und Heisenberg war ganz bestimmt ein Künstlerwissenschaftler. Das heißt, wenn er auch Physik gemeint hat, aber er konnte es ausdrücken, die Ursache für seine Lösungen, die kamen nicht aus der formalen Umgang mit Mathematik und so fort, sondern das waren alles Bilder, die er aus der Natur genommen hat, also Gefühle, die er praktisch übersetzt hat. Und ich immer gefunden habe, dass das eine wunderbare Art und Weise ist, wie man jemanden bekannt macht mit etwas, was schwer auszudrücken ist. Werner Heisenberg wagt eine neue Sicht auf die Wirklichkeit. Sein Blick richtet sich hinter die Schattenwelt des Lebens, auf die kleinsten Bausteine der Materie, die Quanten. Jahre nach dem Ersten Weltkrieg sind eine Zeit des Umbruchs und des Experimentierens. Das Ende der Monarchie erleben viele als Schock. Alte Strukturen brechen zusammen. Die neuen Freiheiten der Republik sind ungewohnt. Die Politik der 20er Jahre ist radikal und verworren. Doch glanzvoll und frei entfalten sich Kunst und Kultur. Künstler brechen mit überkommenen Strukturen. Ständig entwickeln sich neue Formen in Kunst, Theater und Musik mit Einflüssen aus aller Welt.
Musik ist auch die große Leidenschaft von Werner Heisenberg. Doch letztlich entschließt sich der 19-Jährige zum Studium der Physik. 1920 wird Heisenberg an der Universität München aufgenommen. Im Kreis hochbegabter Studenten dringt er ein in eine neue Welt der Naturwissenschaften, in die Welt der kleinsten Teilchen, in die Welten der Quantenphysik. Seit Isaac Newton Ende des 17. Jahrhunderts die Gesetze der Mechanik formulierte, glaubten viele Wissenschaftler, dass die ganze Welt berechenbar sei. Doch neue Experimente lassen sich mit Newtons Gesetzen nicht mehr erklären. Max Plancks Quantentheorie und Albert Einsteins Relativitätstheorie bringen das mechanistische Weltbild ins Wanken. Werner Heisenberg hat sich schon zu Schulzeiten für diese neue Physik begeistert. Wie elektrisiert ist er von den philosophischen und weltanschaulichen Fragen, die sich aus den Entdeckungen Plancks und Einsteins ergeben? Was steckt hinter den Begriffen Raum, Zeit und Materie? Was ist die Natur der Wirklichkeit? Woraus besteht das Universum? Was ist es, was die Welt im Innersten zusammenhält? Die Bahnen der Planeten um die Sonne sind Vorbild für das neue Atommodell, das Heisenbergs Lehrer Arnold Sommerfeld und der dänische Physiker Niels Bohr zusammen entwerfen. Der junge Heisenberg freundet sich in Sommerfelds Seminar mit dem nur wenig älteren Wolfgang Pauli an. Es wird eine Freundschaft fürs Leben. Ich habe Pauli nur ganz kurz gekannt, aber er war ein fantastischer Mensch, der einem alles kaputt gemacht hat, was man sich ausgedacht hat. Ja? Und Heisenberg sagte, so gehe ich zum Pauli, wenn er es mir nicht zerreißt, dann kann ich es veröffentlichen. Ja? Das heißt, man hat ihn als Kritiker genommen, weil er so scharf war und gesehen hat, das ist nicht stimmig und so fort. Arnold Sommerfeld erkennt schnell das große mathematische Talent Werner Heisenbergs. Gleich zu Beginn des Studiums betraut er ihn mit selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten. Die neue Atomtheorie steckt noch voll ungelöster Rätsel. Wenn es Bahnen der Elektronen um den Atomkern gibt, wie lassen sie sich berechnen? Was hält die Elektronen auf ihrer Bahn? Warum ist die Materie überhaupt stabil? Werner Heisenberg findet nach wenigen Wochen eine Lösung für ein Problem, über das führende Physiker der damaligen Zeit grübelten. Zum Entsetzen seiner Kommilitonen bringt diese Lösung aber das gesamte Theoriegebäude seines Professors ins Wanken. Es war jedenfalls ein Ergebnis, das mit der Konstruktion des Atoms zu tun hat. Nicht, dass man also gesehen hat, dass das Atom ja eigentlich einen ganz kleinen Kern hat, 10.000 Mal kleiner, und dann hat es diese Hülle, wo da Elektronen herumsausen. Und dann hat man gesagt, das Kleinste ist wieder ein Planetensystem. Das heißt, die Welt ist so aufgebaut, wenn ich da reingehe, dann wiederholt sich das immer wieder, nur immer kleiner. Aber dann hat man gesehen, die Elektronen, die können nicht darin rumsausen, die fallen sofort in den Kern rein. Das kann doch nicht sein. Das ist doch ein Planetensystem. Und dann hat man gemerkt, das sind keine sausenden Elektronen, sondern das ist eine Schwingung, die da ist und die fällt nicht in den Kern rein. Arnold Sommerfeld ließ sich bei seinem Atommodell von einem Phänomen aus der Musik inspirieren. Schon Pythagoras im alten Griechenland erkannte, dass schwingende Saiten eines Instruments harmonisch zusammenklingen, wenn ihre Längen in einem ganzzahligen Verhältnis stehen. Im Verhältnis ganzer Zahlen kreisen auch die Planeten um die Sonne. Sommerfeld war deshalb überzeugt, diese Zahlenverhältnisse seien auch für sein Atommodell richtig. Heisenberg weist in seiner ersten Arbeit nach, dass sein Professor hier falsch liegt. Auch Niels Bohr, damals die führende Autorität auf dem Gebiet der Quantentheorie, ist irritiert von Heisenbergs Erkenntnissen. Nach einem Vortrag in Göttingen bittet er den jungen Studenten zu einem Gespräch. Das war so ganz am Anfang und Heisenberg war ein ganz junger Spund, ja, damals, und hat sich da Gedanken gemacht und hat also den Bohr, als er vorgetragen hat, hat er gesagt, aber wie erklären Sie das? Und dann sagte Bohr, Sie haben da recht.
Da habe ich meine Schwierigkeit und dann hat er einen Spaziergang gemacht, ja. Er versteht alles, berichtet Niels Bohr später seinen Kollegen. Für Werner Heisenberg ist diese erste Begegnung mit Bohr ein prägendes Ereignis, wie er in seinen Erinnerungen schreibt. Dieser Spaziergang hat auf meine spätere wissenschaftliche Entwicklung den stärksten Einfluss ausgeübt. Oder man kann vielleicht besser sagen, dass meine eigentliche wissenschaftliche Entwicklung erst mit diesem Spaziergang begonnen hat. Werner Heisenberg beeindruckt bei diesem Gespräch die philosophische Weitsicht, mit der Niels Bohr die Frage nach der Natur der Atome betrachtet. Atome sind keine Dinge. Bedeutung gewinnt ein einzelnes Teilchen immer nur in Verbindung mit dem Ganzen. Wenn man versucht zu beschreiben, was ein Elementarteilchen wirklich ist, versagt unsere Sprache. Das Wichtigste ist, wir haben eine Sprache, dass wie am Anfang steht, was ist und dann wie bewegt sich. Und die neue Sprache ist eigentlich die Frage, wie ist es verbunden und nicht was ist, ja. Und dann haben wir keine Sprache, aber die Mathematik ist eigentlich eine Sprache, eine Wie-Sprache. Aber das ist nicht die Sprache der Mathematik, die wir in der Schule lernen. Statt philosophischer Höhenflüge stehen für Werner Heisenberg nun praktische Prüfungen an. Beim Experimentalphysiker Wilhelm Wien in München. Beinahe scheitert er daran. Wien hat sehr schnell gemerkt, dass Heisenberg sich um die Experimentalphysik überhaupt nicht interessierte. Und das hat Wien natürlich verdrossen. Und dann wollte er ihn durchschmeißen. Der Sommerfeld sagt, das ist ganz ausgezeichnet. Und die haben sich dann gestritten und auf diese Weise kam dann Rite raus für die Doktorprüfung. Rite bedeutet gerade noch bestanden. Doch Heisenbergs Karriere tut dies keinen Abbruch. Max Born holt ihn als Assistent an die Universität Göttingen. Schon ein Jahr später, mit 23 Jahren, wird er habilitiert. In den kommenden Monaten pendelt Werner Heisenberg zwischen Göttingen und Kopenhagen. In intensiven Diskussionen und Briefwechseln mit Niels Bohr und Wolfgang Pauli ringt er um ein besseres Verständnis der Welt der kleinsten Teilchen. Pauli fragt dabei als erster, ob man überhaupt von Bahnen der Elektronen im Atom sprechen kann. Im Frühsommer 1925 muss Werner Heisenberg die Arbeiten in Kopenhagen und Göttingen unterbrechen. Den 23-Jährigen plagt starker Heuschnupfen. Sein Arzt rät ihm, sich für 14 Tage auf der Insel Helgoland aufzuhalten, um sich hier fern von blühenden Büschen und Wiesen zu erholen. Ende Mai 1925 kommt Werner Heisenberg auf Helgoland an. Er ahnt sich ja selbst nicht, dass ihm gerade hier auf der abgelegenen Nordseeinsel der Durchbruch in eine neue Welt der Physik gelingen wird. Ein Gedenkstein erinnert heute an dieses Ereignis. Heisenberg schreibt in seinen Erinnerungen: Geschlafen habe ich eigentlich gar nicht. Ein Drittel des Tages habe ich die Quantenmechanik ausgerechnet, ein Drittel bin ich in den Felsen herumgeklettert und ein Drittel habe ich Gedichte aus Goethes westöstlichem Divan auswendig gelernt. In dieser Hochstimmung verbringt Werner Heisenberg seine Tage auf Helgoland. Inzwischen ist für ihn offenkundig, dass das Atommodell, das sich an Planeten orientiert, die auf berechenbaren Bahnen um die Sonne kreisen, nicht richtig sein kann. Der Durchbruch zu seiner neuen revolutionären Physik gelingt Werner Heisenberg, weil er nicht nur genialer Physiker, sondern gleichzeitig Künstler ist. Die Bilder für seine neue Deutung der Wirklichkeit nimmt er aus der Natur und der Musik. Auf Helgoland offenbart sich ihm sozusagen die Melodie der Atome. Durch seine mathematischen Gleichungen erkennt Werner Heisenberg, dass die Wirklichkeit keine berechenbare, objektiv existierende Realität sein kann. Sie ist nicht unabhängig von uns. Wir sind nicht nur Beobachter, sondern Mitschöpfer unserer Wirklichkeit. Zu seinem eigenen Erschrecken kommt Heisenberg bei seinen Gleichungen zu richtigen Ergebnissen,
als er den Messvorgang mit in die Formeln integriert. Letztendlich zeigt sich ihm, die Bahn der Elektronen im Atom entsteht erst dadurch, dass wir sie beobachten. Es war klar, dass man, wenn man diese Bahnen der Elektronen ausrechnet, mit der üblichen Formulierung, wo man Ort und Impuls verwendet, nicht weiterzukommen war. Und Heisenberg hat entdeckt, dass man zwar so etwas wie Ort und Impuls verwenden kann, aber wenn man denen ganz eigenartige Eigenschaften gibt, zum Beispiel die, dass wenn ich zwei Größen miteinander multipliziere, Impuls mal Ort, dass das was anderes bringt, als wenn ich Ort mal Impuls multipliziere. Und dann hat er sehr schnell herausgefunden, was bedeutet. Es ist nicht eine Zahl, die ich miteinander multipliziere, aber es ist ein Prozess. Und wenn es ein Prozess ist, dann spielt es eine Rolle. Man braucht sich nur ein Duell überlegen, dann spielt es eine Rolle, ob ich A mal B habe oder B mal A. Einmal wird der eine erschossen, das andere mal der zweite, ja? Ja? Das heißt, man muss anstelle der Zahlen, muss man den Prozess nehmen. Und in dem Augenblick ist auf einmal das Tote in das Lebendige verwandelt. Aber es war zunächst nur, das Urelement ist ein Prozess. Das ist der Grund, warum ich nicht vom Atom rede, sondern vom Wirks, also etwas, was sich verändert. Elektronen scheinen sich so ähnlich zu verhalten wie Glühwürmchen an einem lauen Sommerabend. Sie leuchten hier und blitzen da. Doch wo sie sich dazwischen befinden, weiß niemand. Der Vergleich hinkt jedoch, denn die Glühwürmchen sind an genau bestimmbaren Orten, auch wenn man sie nicht sehen kann. Bei Elektronen darf man nicht einmal davon ausgehen. Erst die Beobachtung legt fest, wo sie sind. Das heißt, es löst sich die Vorstellung, dass alle Eigenschaften der Natur, die wir beobachten, an sich existieren. Und wir die eben dann anschauen, so wie man auf einer Bühne Zuschauer ansieht, diese Vorstellung löst sich auf. Die Art der Messung, die ich mache, bestimmt, welche Eigenschaften zuerst mal ich beobachte, aber auch welche Eigenschaften exakt genommen das System hat. Ich darf nicht davon reden, zumindest in gewissen Situationen, dass das System die Eigenschaften schon hatte vor der Beobachtung. Voller Erregung klettert Werner Heisenberg nach seiner Entdeckung noch in der Morgendämmerung auf einen steilen Felsen und erwartet auf seiner Spitze den Sonnenaufgang. Im ersten Augenblick war ich zutiefst erschrocken. Ich hatte das Gefühl, durch die Oberfläche der atomaren Erscheinung hindurch auf einen tief darunter liegenden Grund von merkwürdiger innerer Schönheit zu schauen, und es wurde mir fast schwindelig bei dem Gedanken, dass ich nun dieser Fülle von mathematischen Strukturen nachgehen sollte, die Natur dort unten vor mir ausgebreitet hatte. Wir alle gehen davon aus, dass die Welt unabhängig von uns existiert. Die Wirklichkeit erleben wir als Realität. Ein Stein ist ein Stein. Eine Pflanze ist eine Pflanze und ihre Eigenschaften kann man objektiv messen und bestimmen. Doch dies ist nicht immer so, erkennt der erst 23 Jahre alte Physiker Werner Heisenberg bei einem Besuch auf der Nordseeinsel Helgoland im Jahr 1925. Heisenberg zeigt, dass in der Welt der kleinsten Teilchen, der Welt der Atome und Elektronen, die Wirklichkeit nicht aus Dingen aufgebaut ist. Solange wir Elementarteilchen nicht beobachten oder messen, existieren sie nur in einer Art unbestimmten Schwebezustand. Heisenberg versucht, die Bahnen der Elektronen im Atomkern zu berechnen. Doch letztlich erkennt er, von Elektronenbahnen kann man gar nicht sprechen. Die Bahn entsteht erst dadurch, dass wir sie beobachten. Das Wesentliche dabei ist, dass er festgestellt hat, dass er dann zwei verschiedene Eigenschaften, also wie zum Beispiel Ort und Geschwindigkeit oder hat, dass wenn er die miteinander multipliziert hat, P mal Q,
sagt, das ist nicht dasselbe wie Q mal P. Ja? Und er sagt, das geht doch gar nicht. 2 mal 3 ist doch auch 3 mal 2. Ja? Das spielt doch keine Rolle, wenn man multipliziert, ob man von links und rechts multipliziert. Aber als er das gemacht hat, dann hat er auf einmal die Resultate gekriegt, die er eigentlich erklären sollte. Und da war er also ganz glücklich darüber, hat dann noch festgestellt, dass es in sich konsistent war, dass es also nicht nur gemogelt war, sondern, aber er hat eigentlich nicht wirklich gewusst, was es war. Zurück an der Universität Göttingen erkennt Heisenberg zusammen mit seinem Lehrer Max Born die Bedeutung der mathematischen Formeln, die den Namen Matrizenmechanik oder Quantenmechanik erhalten. Wirklichkeit zeigt sich als ein Meer von Möglichkeiten mit berechenbaren Wahrscheinlichkeiten für ihre Realisierung. Heisenberg selbst hat da den Begriff Potentialität verwendet. Man kann nur sprechen von Möglichkeiten für Messergebnisse. Aber man darf nicht davon sprechen, dass diese Teilchen existieren in irgendeiner Form, wie wir es uns vorstellen. Natürlich, das Elektron selbst existiert, aber ihm einen Ort zuzuschreiben, ihm zu sagen, es ist irgendwo, aber wir wissen es nur nicht, das wäre ein Fehler. Doch wie entsteht die Welt, die wir erleben? Statistiker arbeiten mit Mittelwerten. Der Bayer ist 1,78 Meter groß, 85 Kilogramm schwer und trinkt 200 Liter Bier pro Jahr. Dieser Bayer existiert aber gar nicht. So sind auch Elementarteilchen zu sehen, die Professor Dürr als Wirks bezeichnet. Wenn ich 1 Gramm Materie habe, besteht es aus Billionen mal Billionen Wirks, ja? Und dann sagt, es verhält sich selbstverständlich ganz anders, als wenn ich nur ein einzelnes habe. So wie wenn ich von einem Menschen spreche. Ich habe sieben Milliarden Einwohner und jetzt spreche ich über den Menschen. Da finde ich keinen einzigen, der dann so aussieht wie das, was ich ausdrücken kann, ja. Sondern ich merke, wenn ich dann in die Einzelheiten gehe, das ist eine Riesenvielfalt. Aber für mich reicht das aus, wenn ich Autos verkaufen will. Aber wenn ich irgendwie einen Krieg gewinnen will, dann kann ich das so vereinfachen, dass es so aussieht, als ob das sozusagen eine Entscheidung möglich ist. Ja, ja. Ich meine, wir verstehen, in der Vergröberung kommt genau das Alte wieder zurück. Letztendlich kommt die uns vertraute, berechenbare Wirklichkeit auch in der neuen Physik wieder zum Vorschein. Spielt die Quantenphysik für unser Leben überhaupt eine Rolle? Das ist schwierig zu zeigen, warum etwas, was so winzig klein ist, auf der einmal da ist, aber dann sieht man, das ist eigentlich ganz einfach, der Aufwand. Und dann nimmt man immer dieses Beispiel, dass man immer sagt, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings kann einen Taifun auslösen. Also wie kann das sein? Kleine Flügel da und auf einmal hat man hier einen Hurrikan. Nicht nur sofort, wie geht es? Nein, der hat nicht den Hurrikan gemacht, aber der war auf einer Kippe, der Hurrikan, dass er nämlich ein Gas war und jetzt wurde er auf einmal eine Flüssigkeit und da hat er eine Kettenreaktion ausgelöst, ja, und auf einmal wurde das. Dass das die Grund ist. Wir müssen, wenn wir in einen Zustand gehen der Unsicherheit, dann auf einmal werden wir empfindsam für alles, was im Hintergrund ist. Aber wir mögen das nicht, den Zustand der Unsicherheit. Wir sagen, wir verlangen, dass die Menschen, dass sie ausreichende Sicherheit haben. Wir sagen, ja gut, also wenn er total sicher ist, dann kann er sich gleich ins Grab legen. Aber dann ist er nicht mehr lebendig. Nicht nur der Flügelschlag eines Schmetterlings kann solch eine Kettenreaktion auslösen und große Bedeutung gewinnen, sondern auch alles, was wir tun oder nicht tun. Ebenfalls durch eine Kettenreaktion werden in einer sogenannten Nebelkammer Bahnen der Elementarteilchen sichtbar. Durch ihre elektrische Ladung erzeugen sie Kondensstreifen, ähnlich den Kondensstreifen von Flugzeugen am Himmel. Heisenbergs Entdeckungen sorgen für allerlei Gesprächsstoff. Bei Albert Einstein hat die Aufregung unter den Physikern anscheinend Assoziationen mit einem aufgescheuchten Hühnerhaufen hervorgerufen. Heisenberg hat ein großes Quantenei gelegt, schreibt er. In langen Diskussionen mit Heisenbergs Lehrer Niels Bohr versucht Einstein, Fehler in Heisenbergs Physik zu finden. Zuerst mal muss man den Einstein verteidigen. Es wird oft so dargestellt, als ob er die
Quantenmechanik nicht verstanden hätte. Mein Eindruck ist, er hat sie sehr wohl verstanden, er hat sie sehr genau verstanden, konnte aber die philosophischen Konsequenzen nicht akzeptieren. Genau dieser Punkt mit der Realität, der sich auflöst, das wollte er nicht. Und er wollte lieber eine viel, viel radikalere Physik, die irgendwie die Realität rettet. So gesehen hat Einstein sehr genau durchschaut, wohin es geht. Existiert der Mond auch dann, wenn wir nicht hinsehen? Fragt Einstein polemisch. Schließlich sollen laut Heisenberg auch Elektronenbahnen erst durch Beobachtung entstehen. Heisenberg ist sich intuitiv sicher, auf dem richtigen Weg zu sein, auch wenn er nicht alle Details versteht. Er vergleicht das mit einem Wandererlebnis in den Bergen. Wir waren offenbar in ein Feld ziehender Nebelschwaden gelangt und mit einem Mal konnten wir zwischen zwei dichteren Schwaden die helle, von der Sonne beleuchtete Kante einer hohen Felswand erkennen. Das genügte, um sich ein Bild der Berglandschaft zu machen und den Weg zum Gipfel zu finden. Mit seinem Lehrer Niels Bohr in Kopenhagen diskutiert Werner Heisenberg den richtigen Weg zum Gipfel der Quantenmechanik. Für die Physikwelt überraschend präsentiert der österreichische Physiker Erwin Schrödinger einen alternativen Ansatz, um Vorgänge im Atom zu berechnen. Schrödinger sieht das Atom als schwingendes System, vergleichbar den Saiten eines Musikinstruments. Seine mathematische Formel bewährt sich ebenfalls bestens. Bald zeigt sich, dass Schrödingers Ansatz äquivalent zu Heisenbergs Quantenmechanik ist. Das heißt, seine Formel kann mathematisch in die Formel Heisenbergs überführt werden. Heisenberg hatte 25 die Matrizenmechanik formuliert und Schrödinger Anfang 26 die Wellenmechanik. Und beides lieferte eine fantastische Erklärung, zum Beispiel der Spektren von Atomlicht, Licht, das von Atomen ausgesendet wird. Es war eine offene Frage, wie es das gibt. Warum kann es da zwei verschiedene Theorien geben? Schrödinger selbst hat gezeigt in einer sehr berühmten Arbeit, dass die beiden ineinander überführbar sind. Das heißt, die beiden sind eine verschiedene mathematische Beschreibung desselben physikalischen Sachverhalts. Und warum ist sowas möglich? Wieder, weil das einzig Wesentliche die Beobachtungen sind. Niels Bohr will in den hitzigen Diskussionen mit Werner Heisenberg das Wellenbild und Teilchenbild gleichberechtigt nebeneinander stehen lassen. Sie schließen sich zwar gegenseitig aus, aber andererseits ermöglichen erst beide zusammen eine vollständige Beschreibung der Vorgänge im Atom. Das ist auch der Grundgedanke von Bohrs sogenannten Komplementaritätsprinzip. Werner Heisenberg sucht einen anderen Ansatz. Ich konzentrierte meine Anstrengungen jetzt ganz auf die Frage, wie in der Quantenmechanik die Bahn eines Elektrons in der Nebelkammer mathematisch darzustellen sei. Es mag an jenem Abend gegen Mitternacht gewesen sein, als ich mich plötzlich an mein Gespräch mit Einstein besann und mich an seine Äußerung erinnerte, erst die Theorie entscheidet darüber, was man beobachten kann. Es war mir sofort klar, dass der Schlüssel zu der so lange verschlossenen Pforte an dieser Stelle gesucht werden müsse. Was man in der Nebelkammer wirklich beobachtet, sind nicht die Elektronen, sondern Wassertröpfchen, milliardenfach größer als ein Elektron. Die richtige Frage muss für Heisenberg also lauten, kann man in der Quantenmechanik eine Situation darstellen, in der sich ein Elektron ungefähr, das heißt mit einer gewissen Ungenauigkeit, an einem gegebenen Ort befindet und dabei wieder ungefähr eine bestimmte Geschwindigkeit besitzt? Eine kurze Rechnung bestätigt, dass man solche Situationen mathematisch darstellen kann. Die berühmte Unschärferelation bedeutet zuerst mal, dass sich Ort und Impuls eines Teilchens nicht gleichzeitig wissen kann. Ort ist jedem klar, Impuls heißt nichts anderes als Masse mal Geschwindigkeit. Also ich kann nicht gleichzeitig wissen, wo ein Teilchen ist und wie schnell es sich bewegt.
Das bedeutet, dass die Berechenbarkeit der Welt prinzipielle Grenzen hat. Auch die Kausalkette von Ursache und Wirkung gilt nicht mehr uneingeschränkt. Der Zufall hält Einzug in das wissenschaftliche Denken. Albert Einstein kann die philosophischen Konsequenzen der Quantenmechanik nie akzeptieren. Gott würfelt nicht, sagt er. Doch er kann keinen Fehler in Heisenbergs neuer Physik finden. Einstein war in seinen Forderungen zu weitgehend. Und die haben sich als falsch herausgestellt, nicht? Es ist nicht nur der Zufall jetzt außer Zweifel, es wird sogar verwendet in Zufallszahlengeneratoren und so weiter. Es gibt auch andere Dinge, die Einstein bezweifelt hat, wie eben die Frage, dass es eine Realität nicht geben sollte ohne Beobachtung. Werner Heisenberg ist nun der neue Star am Physikhimmel. Zahlreiche Universitäten buhlen um den jungen Professor. Heisenberg entscheidet sich für den Physiklehrstuhl in Leipzig. 1933 ist Werner Heisenberg am Zenit seiner Karriere. Im Alter von 31 Jahren wird ihm der Nobelpreis für Physik verliehen. Im selben Jahr, 1933, kommen in Deutschland die Nationalsozialisten an die Macht. Viele Wissenschaftler verlassen das Land. Ende 1933 wird auch Heisenberg von den Nationalsozialisten bedroht. Nach der Vertreibung seiner jüdischen Mitarbeiter wird er selbst als sogenannter weißer Jude angegriffen. Seine Physik wird als jüdische Physik angefeindet. Es ist eine schwere Zeit für Werner Heisenberg in Leipzig. Er fühlt sich politisch und wissenschaftlich isoliert. Deutschland steht vor dem Krieg. Im Februar 1937 verliebt er sich bei einem Konzert in die Buchhändlerin Elisabeth Schumacher. Schon bald darauf heiraten sie. Mit Elisabeth hat Heisenberg später insgesamt 7 Kinder. Im Sommer 1939 ist Heisenberg auf Vortragstournee in den USA. Die Amerikaner versuchen, ihn zum Bleiben zu überreden. Lange ringt er mit sich, ob er dem verlockenden Angebot nachgeben soll. Doch letztlich entschließt sich Werner Heisenberg, mit seiner jungen Familie in Deutschland zu bleiben. Für den Physik-Nobelpreisträger Werner Heisenberg repräsentiert die Natur das Gute, Wahre und Schöne. Wie Goethe erlebt Heisenberg, dass dem Menschen in der Natur eine göttliche Ordnung gegenübertritt. Diese göttliche Ordnung spiegelt sich in den Gesetzen der Physik und somit auch in Heisenbergs großen Entdeckungen, der Quantenmechanik und der Unschärferelation. Die moderne Physik seit Heisenberg legt nahe, dass die Vorstellung einer von uns getrennten Realität eine Illusion ist. Wir sind eingewoben in das Ganze der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit zeigt sich als ein Meer von Möglichkeiten, als Potentialität. Dieser Schwebezustand der Welt gerinnt erst durch bewusstes Beobachten zur uns gewohnten Realität. 1939, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, entschließt sich Werner Heisenberg, mit seiner Familie in Deutschland zu bleiben. Er erwirbt ein Haus in Urfeld am Walchensee. Hier verbringt die Familie die Kriegsjahre. Deutschland unter den Nationalsozialisten ist das Gegenteil des Guten, Wahren, Schönen, das für Werner Heisenberg Richtschnur seines Lebens ist. Ende der 30er Jahre wird er von den Nationalsozialisten direkt bedroht. Seine Physik wird als jüdische Physik angefeindet. Noch im Sommer 1939 hält Heisenberg mit großem Erfolg Gastvorträge an amerikanischen Universitäten. Die USA versuchen, ihm goldene Brücken zu bauen. Sie wollen ihn zum Bleiben überreden. Heisenberg aber kehrt nach Deutschland zurück. Er wusste, dass er, wenn er auswandert, nur mit der allerengsten Familie auswandern kann. Was ist dann mit den anderen? Er konnte sicher sein Institut nicht mitnehmen. Was ist mit allen seinen Mitarbeitern? Und dann hatte ja auch Planck ihm gesagt, man muss Inseln des Bestandes bilden für die Zeit nach
nach der Katastrophe, und man hatte ja immer die Hoffnung, dass es viel schneller geht, als es dann gegangen ist. Also ich glaube, das war tatsächlich seine Vorstellung von Verantwortung, und er hat uns immer wieder gesagt, die Verantwortung beginnt vor der Haustür. Für die Amerikaner und in die USA ausgewanderte Kollegen ist Heisenbergs Entscheidung kaum zu verstehen. Sympathisiert er doch mit den Nationalsozialisten? Bald nach Kriegsbeginn wird das Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik in Berlin dem Heereswaffenamt unterstellt. Da Heisenberg und seine Mitarbeiter kriegswichtige Forschung betreiben, werden sie künftig vom aktiven Kriegsdienst freigestellt. In Berlin schließt sich Heisenberg der sogenannten Mittwochsgesellschaft an. Das ist ein Kreis angesehener Männer aus Wissenschaft und Kunst, darunter aber auch Militärs und hohe Beamte. Die Mittwochsgesellschaft trifft sich abwechselnd im Haus eines der Mitglieder. Der Gastgeber hält einen Vortrag aus seinem Fachgebiet. Gemeinsam ist ihnen die Liebe zum geistigen und kulturellen Erbe Deutschlands. Für Heisenberg repräsentiert das vor allem Goethe. Goethes Faust kennt er auswendig. Faust ist ein enttäuschter Naturwissenschaftler. Sein Drang nach immer weiterer, immer abstrakterer Erkenntnis veranlasst ihn, den Pakt mit Mephisto, dem Teufel, zu schließen. In seinen Erinnerungen schreibt Heisenberg: Der Weg, der aus dem natürlichen Leben heraus in die abstrakte Erkenntnis der Wissenschaft führt, kann also beim Teufel enden. Goethe spürte die dämonischen Kräfte, die in der Entwicklung der naturwissenschaftlich-technischen Welt frei werden können, und er glaubte, ihnen ausweichen zu sollen. Aber, so wird man vielleicht antworten müssen, so leicht kann man dem Teufel nicht ausweichen. Kompromisse mit dem Teufel muss auch Werner Heisenberg eingehen, als Preis für seinen Verbleib in Deutschland. Lange Zeit glaubten die Physiker nicht, dass es möglich ist, die neue Physik technisch zu nutzen. Doch Ende 1938 gelingt Otto Hahn und Fritz Strassmann die Kernspaltung im Uran. In Experimenten zeigt sich, dass es möglich ist, im Uran eine Kettenreaktion in Gang zu setzen. Damit ist klar, in den Kräften des Atoms ist Sprengstoff von unvorstellbarer Gewalt verborgen. Heisenberg hatte die große Angst, dass er aufgefordert wird, eine Bombe zu bauen. Und am Anfang war es noch gar nicht sicher, ob man wirklich eine Bombe machen kann. Was man nämlich vom Otto Hahn festgestellt hat, ist, dass nur also Uran gespalten wird. Aber das macht ja nichts aus, wenn ein Atomkern spaltet, das ist ja ein kleiner Krach, weil das so was winzig kleine ist. Aber dass bei der Spaltung Neutronen entstanden sind, die wieder die nächste Spaltung auslösen und deshalb diese Kettenreaktion kommt. Aber die Frage war, ist die Kettenreaktion, ist die sozusagen stark genug, um denn wirklich dann eine echte Kettenreaktion zu haben, sodass auf einmal das Ganze eben explodiert. Nun wird die lange als jüdisch verunglimpfte moderne Physik auch für die Nationalsozialisten interessant. Heisenbergs Arbeiten rücken in den Fokus des Rüstungsministeriums. Ich bekam den Auftrag, überlegen Sie sich doch mal, ob Sie überhaupt glauben, dass unter den jetzt bekannten Gegebenheiten eine Kettenreaktion möglich ist. Und wenn ja, dann schreiben Sie doch bitte auf, wie Sie sich das denken. 2 Monate später reicht Heisenberg eine erste Studie ein. Darin beschreibt er die Grundzüge der Reaktortheorie. 1941 baut Heisenberg mit seinen Mitarbeitern die Vorform eines Atomreaktors. Man war sich schon ziemlich klar, wenn man die Uranspaltung hat, dass man aufgrund der Uranspaltung irgendwann mal irgendetwas bauen kann, was kriegerisch anzuwenden ist. Heisenberg kommt zusammen mit seinem jüngeren Mitarbeiter Karl Friedrich von Weizsäcker auf die Idee, seinen Lehrer Niels Bohr in Kopenhagen zu besuchen. Sein Ziel ist ein Pakt der Physiker auf beiden Kriegsseiten gegen den Bau von Atombomben. Die Vorzeichen für eine Verständigung stehen schlecht. Deutsche Truppen haben Dänemark 1940 besetzt. Bohr ist voller Misstrauen, noch ehe er weiß, was Heisenberg ihm sagen will. Und Heisenberg weiß, dass er überwacht wird. Jedes falsche Wort kann ihm als Landesverrat ausgelegt werden. Ich bemühte mich,
die Unterredung so zu führen, dass ich damit mein Leben nicht unmittelbar in Gefahr brächte. Sie begann wahrscheinlich mit der Frage, ob es richtig sei oder nicht, dass sich Physiker in Kriegszeiten dem Uranproblem widmeten. Bohrs unmittelbare Gegenfrage war: Glaubst du, dass der Bau von Atombomben möglich ist? Als ich antwortete, ich weiß, dass es möglich ist, brach Bohr das Gespräch schockiert ab. Was erhoffte sich Heisenberg von seinem Kopenhagen-Besuch? Er hat uns immer erzählt, er hätte eben doch gerne mit Bohr darüber gesprochen, was aus der Atomenergie jetzt eigentlich wird, und hätte gerne auch nach draußen gegeben, und das war natürlich gefährlich, dass die Deutschen keine Bombe bauen können. Und in der Hoffnung, dass dann die anderen auch keine bauen würden. Warum aber können die Deutschen keine Atombombe bauen? Als Ende 41 der Führerbefehl kam, Entwicklungen, die länger als ein halbes Jahr dauern, oder manche sagen ein Jahr, ich glaube es war ein halbes Jahr, dauern, dass die unterlassen werden sollten. Nun gab es das berühmte, im Jahr 42 gab es ein berühmtes Treffen mit dem Rüstungsminister Speer. Und da wurde mich fragte, naja, wie groß muss denn eine Bombe sein, die London zerstört? Und Heisenberg hat gesagt, ja, so groß ungefähr wie eine Ananas. Und dann hat er gesagt, ja, warum machen Sie das nicht? Dann hat Heisenberg gesagt, ja, dazu brauchen wir einen umfangreichen technischen Aufwand. Und damit war die Sache praktisch auf deutscher Seite erledigt. Nicht, also, es war nicht so, dass das Heisenberg irgendwie eifrig, weil wenn er die Bombe bauen wollte, wie die Amerikaner spielen, dann hätte er alles vorangetrieben. Aber Heisenberg wollte gerade vermeiden, dass man das tut. Die Last der Verantwortung bleibt Heisenberg. Doch ihn erleichtert, wie sich die Situation entwickelt. Wir hatten dann während des Krieges das Glück, dass sich Arbeiten an der Atombewaffnung im Krieg als unmöglich herausgestellt hatten, weil sie viel zu lange gedauert hätten. Ich konnte ganz ehrlich berichten, im Prinzip kann man schon Atombomben machen, aber alle Verfahren, die wir bisher kennen, sind so ungeheuer kostspielig, dass es Jahre dauern würde und einen ganz enormen technischen Aufwand von Milliarden brauchen würde. An freien Tagen bei seiner Familie in Urfeld schreibt Heisenberg philosophische Texte. Die Zeit, in der wir leben, bedroht mit ihrer Unruhe und ihrem Unglück die Werte, die uns bisher gesichert schienen. Es kommt jetzt darauf an, dass die wenigen, für die die Welt noch leuchtet, zusammenhalten und sich über die anderen hinweg erkennen. Auch das lauteste Getöse großer Ideale darf uns nicht verwirren und nicht hindern, den einen leisen Ton zu hören, auf den alles ankommt. In der Musik sind oft nicht die Stellen am lautesten, an denen das volle Orchester den ganzen Raum mit Tönen füllt, sondern die Takte, in denen eine einzelne Geige ganz leise eine Melodie singt. Deshalb müssen sich jetzt die verbünden, die noch die weiße Rose kennen oder die den Klang der Silbersaite vernehmen können. Wenn Heisenberg in Berlin ist, nimmt er weiter an den Treffen der Mittwochsgesellschaft teil. Auch in der dunkelsten Phase soll das geistige Licht eines anderen Deutschland nicht verlöschen. Am 18. Juli 1944 versammelt sich die Mittwochsgesellschaft im Haus von Werner Heisenberg. Zwei Tage später,
Am 20. Juli 1944 findet ein Attentat auf Hitler statt. Einige Mitglieder der Mittwochsgesellschaft werden als Unterstützer des Attentats verhaftet und hingerichtet. Er hat die Leute vom 20. Juli zum Teil ja auch gekannt, Juli auch gekannt und hat sie bewundert. Und es wurde ihm auch nicht leicht, da nicht dazuzugehören. So, also es gibt so eine Äußerung, eigentlich muss man sich vor denen schämen, dass man da nicht dazugehört. Aber ich habe eigentlich immer sehr bewundert, dass er dann doch eisern an seinem Ziel festgehalten hat und gesagt, ich bin für die Zeit danach zuständig und dafür bin ich da. Werner Heisenberg überlebt das Ende dieser dunklen Zeit in dem Städtchen Haigerloch in Württemberg. Berlin wird immer häufiger bombardiert, darum wird das Physikinstitut verlagert. Die geheimen Forschungen am Atomreaktor finden nun in einem versteckten Felsenkeller statt. In den letzten Kriegswochen versuchen Heisenberg und seine Mitarbeiter, hier einen Reaktor zum Laufen zu bringen. Eilig haben sie es mit ihren Forschungen nicht. Wie Dorfbewohner berichten, übt Heisenberg lieber an der Kirchenorgel über dem Felsenkeller und gibt Konzerte für die Einheimischen. Als 1945 das Ende des Krieges absehbar ist, flieht Werner Heisenberg mit dem Fahrrad 270 Kilometer zu seiner Familie nach Urfeld. Dort wird er von amerikanischen Soldaten verhaftet. Doch Werner Heisenberg überlebt diese Zeit und hilft mit am Wiederaufbau Deutschlands. Im Frühjahr 1945 ist das Ende des Zweiten Weltkrieges abzusehen. Deutschland liegt in Trümmern. Aufgrund des Bombenhagels über den deutschen Städten wird das Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik von Berlin in eine Kleinstadt nach Württemberg verlegt. Werner Heisenberg ist Direktor des Instituts und verantwortlich für das deutsche Atomforschungsprogramm. Als sich das Kriegsende abzeichnet, flieht Werner Heisenberg ins 270 Kilometer entfernte Urfeld am Walchensee zu seiner Familie. Wenige Tage später wird er hier von einem amerikanischen Spezialkommando gefangen genommen. Also im Ganzen habe ich eher in Erinnerung, dass erstens diese Soldaten sehr freundlich, sehr höflich waren und zweitens auch, dass meine Eltern unglaublich erleichtert waren, dass es endlich soweit war, dass die da waren und dass damit jetzt diese Schreckenszeit des Krieges sein Ende gefunden hatte. Werner Heisenberg kann sich bei Kriegsende nicht lange um seine Frau und seine Kinder kümmern. 9 deutsche Wissenschaftler werden auf dem Landsitz Farm Hall in England interniert. Neben Werner Heisenberg sind darunter auch Karl Friedrich von Weizsäcker, Otto Hahn und Max von Laue. Der britische Geheimdienst hat in dem 250 Jahre alten Landsitz Abhöranlagen eingebaut. Alle Gespräche der deutschen Wissenschaftler werden aufgezeichnet. Ziel der Alliierten ist es, Informationen über die deutschen Forschungsprojekte während des Zweiten Weltkriegs zu sammeln. The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. We won the race of discovery against the Germans. Aus dem Radio erfahren die Physiker vom Abwurf einer Atombombe über Japan. Ich wollte diese Nachricht zunächst nicht glauben. Erst am Abend, als der Berichterstatter im Rundfunk den riesigen technischen Aufwand schilderte, der geleistet worden sei, musste ich mich mit der Tatsache abfinden, dass die Fortschritte der Atomphysik, die ich 25 Jahre lang miterlebt hatte, nun den Tod von weit über 100.000 Menschen verursacht hatten. Nur wenige Tage später werfen die Amerikaner eine zweite Atombombe auf die Stadt Nagasaki.
Für viele Physiker sind das schockierende Ereignisse. Frage der Verantwortung, das kann ich nicht abschätzen, aber ich habe das bei den anderen Physikern eben erlebt, dass das nicht im Vordergrund stand. Die Physiker empfinden das als ein sweet problem, ein süßes Aufgabe. Und da sind sie so begeistert und da vergessen sie alles. Nicht? Das heißt, etwas, wo alle sagen, das geht gar nicht. Und dann denkt man nicht so sehr an die Verantwortung, weil man noch gar nicht weiß, was die Konsequenzen eben ist. Sondern das sieht man eigentlich erst hinterher ein. Ja? Das hat man in Amerika auch gesehen, wie Oppenheimer, nicht? Dass der also da mitgemacht hat, dass diese Bombe auch abgeworfen wird und so fort. Aber als er dann den Schaden gesehen hat, er war entsetzt darüber. Das heißt, die sind so eifrig und sind empfinden, dass sie gottähnlich sind. Ja? Trinity-Test hat Oppenheimer den ersten Test genannt. Und ich sage, warum Trinity-Test? Ja, Trinity in dem Sinne, dass jetzt der Mensch praktisch wie ein Gott ist, ja, mein Gott, ja, nicht, also das ist schon irgendwie erschütternd, diesen Eifer, den die Wissenschaftler haben, aber dann kommt der Schrecken, ja, und dann sagt man, wir wollen nicht, dass es heißt, Forschung ist etwas Schlimmes, wir müssen Forschung verbieten, sondern die Forschung ist immer in Ordnung, aber man kann sie falsch anwenden oder richtig anwenden. Der Weg durch die Rosenbeete hinter dem Landsitz wird für die gefangenen deutschen Physiker zum Ort für ernste Gespräche. Am Morgen nach der erschreckenden Nachricht des Atombombenabwurfs gehen hier Karl Friedrich von Weizsäcker und Werner Heisenberg sinnend und redend auf und ab, wie sich Heisenberg erinnert. Das Gespräch begann und Karl Friedrich mag es mit einer schwierigen Frage begonnen haben. Sind wir alle an diesem Unglück mitschuld? Ich glaube nicht, versuchte ich zu antworten, dass es Sinn hat, hier das Wort Schuld zu verwenden. Einstweilen gehört die Entwicklung der Wissenschaft zum Lebensprozess der Menschheit, also kann der Einzelne, der in ihm wirkt, auch nicht dafür schuldig gesprochen werden. Die Frage lautet also, was kann der Einzelne dafür tun, welche Verpflichtung entsteht hier für den, der in der Forschung tätig mitwirkt? Die Frage nach den Werten, das ist doch die Frage nach dem, was wir tun, was wir anstreben, wie wir uns verhalten sollen. Es ist die Frage nach dem Kompass, nach dem wir uns richten sollen, wenn wir unseren Weg durchs Leben suchen. Auf die Frage nach diesem Kompass findet man keine Antwort in der Physik. Für Heisenberg sind wir Menschen eingewoben in das Spannungsfeld einer scheinbar objektiven Seite der Welt der Dinge, der Physik und dem subjektiven Bereich der Werte, der Religionen. Dieser Kompass hat in den verschiedenen Religionen und Weltanschauungen sehr verschiedene Namen erhalten. Das Glück, der Wille Gottes, der Sinn, um nur einige zu nennen. Die Verschiedenheit der Namen weist auf sehr tiefgehende Unterschiede in der Struktur des Bewusstseins der Menschengruppen hin, die ihren Kompass so genannt haben. Ich will diese Unterschiede sicher nicht verkleinern, aber ich habe doch den Eindruck, dass es sich in allen Formulierungen um die Beziehung der Menschen zur zentralen Ordnung der Welt handelt. Durch uns Menschen können Teilordnungen wirksam werden, die mit der zentralen Ordnung nicht zusammenpassen, die von ihr abgetrennt sind und dadurch Chaos erzeugen. Heisenberg spricht von zentraler Ordnung. Andere würden hier vielleicht von Gott sprechen. Er war in gewisser Weise ein religiöser Mensch, vielleicht nicht im christlichen Sinne, aber in einem spirituellen Sinne. Und diese zentrale Ordnung, die war ihm sehr wichtig. Und die kommt eigentlich immer auch wieder, auch in seinen philosophischen Gedanken spielt die eine große Rolle. Und ich glaube, seine großen Augenblicke, wo er sich sehr beglückt fühlte, und waren die Augenblicke, wo er sich dieser zentralen Ordnung eingefügt und nahe fühlte. Was aber versteht Heisenberg unter Vertrauen in die zentrale Ordnung?
Damit meine ich etwas ganz Banales, nämlich zum Beispiel die Tatsache, dass nach jedem Winter doch wieder Blumen auf den Wiesen blühen und dass nach jedem Krieg die Städte wieder aufgebaut werden, dass also Chaotisches sich immer wieder in Geordnetes verwandelt. Im Januar 1946 geht die Gefangenschaft der deutschen Physiker in England zu Ende. Die britische Besatzungsmacht gibt ihnen die Möglichkeit, in Göttingen mit dem Wiederaufbau von wissenschaftlichen Instituten zu beginnen. Damit begann der Wiederaufbau, auf den wir seit 1933 einen großen Teil unserer Gedanken gerichtet hatten. Der Wiederaufbau kann beginnen. Für Werner Heisenberg beginnt eine glückliche Phase seines Lebens. Er wird Direktor des Physikinstituts der neu gegründeten Max-Planck-Gesellschaft. Zum ersten Mal lebt die Familie Heisenberg zusammen unter einem Dach. Hausmusik spielt eine wichtige Rolle im Familienleben. Schon gegen Ende des Krieges lässt sich auch der inzwischen hochbetagte Physik-Nobelpreisträger Max Planck in Göttingen nieder. Ich hatte das Glück, für meine Familie ein Haus in unmittelbarer Nachbarschaft der Wohnung Plancks mieten zu können, so dass Planck mich nicht selten vor dem Gartenzaun ansprach und auch gelegentlich abends zu Kammermusik in unser Haus herüberkam. Wie Planck ist auch Heisenberg eine Persönlichkeit, die zum Vorbild für eine neue Generation von Wissenschaftlern wird. Er kam von Farm Hall zurück und da kam also diese Sendung über Radio. Und dann sagt er, das Wichtigste ist, dass wir allen, dass alle etwas Wissenschaft machen, weil in dem stimmen wir eigentlich alle überein. Und es ist wichtig, dass von verschiedenen Kulturen Leute, dass da eine Sache da ist, die sie gemeinsam haben. Und das ist dann ein gutes Beginn, um dann überhaupt miteinander eben in Kontakt zu kommen. Mit Bundeskanzler Konrad Adenauer pflegt Heisenberg engen Kontakt. Er ist davon überzeugt, dass die neue Zeit, die mit der Atombombe begonnen hat, den verantwortungsvollen Wissenschaftler erfordert. Beteiligt ist Heisenberg am Aufbau des Internationalen Forschungslaboratoriums in Genf, das unter dem Namen CERN weltweit bekannt ist. Die Idee, gemeinsam Forschung zu betreiben mit Ergebnissen, die für jedermann zugänglich sind und auch eine Finanzierung, die völlig transparent ist und besonders diese offenen Forschungsergebnisse, das war in dieser Zeit immens wichtig. Werner Heisenberg hat dies erkannt und hat vor allem gesehen, dass dies immens wichtig ist für Deutschland, um dort wieder Fuß zu fassen, auch in der europäischen Gemeinschaft und vor allem auch, um wieder Kontakte zu anderen Ländern zu knüpfen, gute Kontakte und Netzwerke zu schaffen. Das war sicher eines seiner Anliegen. Die Grenzen in Europa werden durchlässiger. Die Menschen wollen den Kontakt zu ihren Nachbarn. Werner Heisenberg bemüht sich um weltweite Zusammenarbeit. 1953 ernennt ihn Adenauer zum Präsidenten der Alexander von Humboldt Stiftung. Zweck der Stiftung ist es, hochqualifizierten jungen Wissenschaftlern einen Forschungsaufenthalt in der Bundesrepublik zu ermöglichen. Heisenbergs Name birgt fast in der gesamten Welt für Integrität, wissenschaftliche Qualität und Unbestechlichkeit. In den USA zeichnet man ein anderes Bild von ihm. Er war verhasst bei den Amerikanern. Die haben einfach gesagt, es ist derjenige, der hat so eine Bin Laden-Rolle gespielt, ja. Nicht? Also derjenige, der dem Hitler eine Bombe bauen sollte, aber er war zu dumm dazu. Und das ist alles falsch gewesen. Er hat ja gar nicht an der Bombe gebaut, ja. Und mich interessiert immer wieder, haben die Amerikaner gewusst, dass er es nicht baut? Weil die Engländer haben es gewusst, ja. Aber wenn die Engländer es gewusst haben, sollten es eigentlich die Amerikaner auch gewusst haben. Manhattan Project nennen die Amerikaner ihr geheimes Rüstungsprojekt im Zweiten Weltkrieg, das zur Entwicklung der Atombomben führt. Heisenberg hat im Gegensatz zu seinen Kollegen in den USA das ihm Mögliche getan, um Kernwaffen zu verhindern. Daran hält er auch nach dem Zweiten Weltkrieg fest. Im Frühjahr 1957 kommt es zur Veröffentlichung des sogenannten Göttinger Manifests. Neben Werner Heisenberg sprechen sich darin 17 weitere deutsche Wissenschaftler gegen die atomare Bewaffnung der Bundesrepublik aus.
Adenauer ist empört und weist die Einmischung der Wissenschaftler in die Politik zurück. Aufgrund des öffentlichen Drucks lenkt er aber schließlich ein. Deutschland verzichtet auf Atomwaffen. 1958 zieht Heisenberg mit seinem Institut von Göttingen nach München. In seinen letzten Lebensjahren arbeitet er an der Formulierung einer Weltformel, die beschreiben soll, was unsere Welt im Innersten zusammenhält. Der Physik-Nobelpreisträger Werner Heisenberg ist seit 1958 wieder in seiner Heimatstadt München. Sein täglicher Fußweg führt ihn durch den Englischen Garten zum neuen Max-Planck-Institut für Physik, dessen Direktor er ist. Die letzten 20 Jahre seines Lebens, bis zu seinem Tod im Jahre 1976, widmet er sich der Elementarteilchenphysik. Die Elementarteilchenphysik, die ist also eine direkte Fortsetzung dessen, was man so allgemein Atomphysik nennt, und geht von der gleichen grundsätzlichen Fragestellung aus. Und die Fragestellung heißt, was passiert, wenn man die Materie immer weiter unterteilt? Was passiert tatsächlich, wenn man etwa einen Stein immer weiter und weiter teilt? Was sind seine Grundbausteine? Woraus ist Materie aufgebaut? Das sind Grundfragen der Physiker. Werner Heisenberg ist bereits in jungen Jahren auf die Frage nach den Grundbausteinen der Welt gestoßen. Bei Platon liest er, dass Materie aus Dreiecken gebildet wird. Diese Dreiecke sind nach Platon selbst keine Materie mehr, aber sie gestalten die uns bekannte Welt, indem sie sich zu den fünf platonischen Körpern zusammenfügen. Heisenberg erschienen Platons Ideen damals absurd. Eingängiger schien ihm die Theorie des Philosophen Demokrit. Es hat mich selbst immer sehr gereizt, dass die Frage der Elementarteilchen ja auch mit philosophischen Problemen zu tun hat. Die Idee des Atoms, die stammt ja schon von alten Griechen, und man kann die beiden Thesen von Plato und Demokrit etwa auf die einfachen Formeln bringen. Demokrit behauptet, am Anfang war das Teilchen, nämlich das unteilbare, ewige Atom, und Plato behauptet, am Anfang war die Symmetrie. Nun, in der modernen Elementarteilchenphysik sind wir ganz sicher sehr viel näher an Plato, und wir könnten mit gutem Recht sagen, am Anfang war die Symmetrie. Aber natürlich, wir müssen uns auch darüber klar sein, dass mit so einem einfachen Satz noch nicht allzu viel gesagt ist, sondern die ganze Schwierigkeit kommt dann hinterher, eben diese Symmetrien zu formulieren, die in mathematische Formeln zu fassen und so weiter. Heisenberg geht es darum, eine mathematische Formel zu finden, mit der sich der Aufbau der Materie beschreiben lässt. An dieser Fragestellung arbeitet er viele Jahre zusammen mit Hans-Peter Dürr. An dem Tag, als ich ankam, habe ich im Institut noch übernachtet, weil ich noch keine Wohnung hatte. Da kam ich am Nachmittag zu ihm und dann hat er mich begrüßt und dann also nur 5 Minuten und dann sagte er, ich mache hier was Interessantes. Dann fing er an, über die Physik zu reden und dann hatten wir 2 Stunden Physik geredet und er hat mir erzählt, wie toll es ist und wie er mit Pauli zusammen macht, der in Amerika war. Und das hat mich so interessiert. Und dann sagt er, ja, also gut, jetzt haben wir 2 Stunden gesprochen, wir machen morgen weiter. Aber da ist ein Problem, vielleicht können Sie sich überlegen, wie man das Problem löst. Und ich dachte, ich habe noch meinen Koffer neben mir und ich soll am nächsten Nachmittag schon kommen und ihm als eine Lösung für ein Problem haben, an dem er schon gearbeitet hat. Das war Heisenberg irgendwie, nicht? Und ich habe auch sofort angefangen. Ich habe meinen Koffer gar nicht ausgepackt, sondern gleich angefangen, also, das mir zu überlegen, ja. In intensiven Dialogen versuchen Heisenberg und Dürr zu ergründen, was der Ursprung aller Materie ist. Die Grundlagen für eine einheitliche Theorie der Materie hat Heisenberg zuvor mit seinem Kollegen Wolfgang Pauli erarbeitet. 1958, zur Feier des 100. Geburtstages von Max Planck, präsentiert Heisenberg diese Formel in Berlin. Als Weltformel macht diese Gleichung Schlagzeilen in aller Welt. Pauli hält die Veröffentlichung für verfrüht und schickt einen bissigen Kommentar an Kollegen. Er malt ein Rechteck auf einen Briefbogen und schreibt darunter, dies soll der Welt zeigen,
dass ich wie Tizian malen kann. Nur ein paar technische Details fehlen. Pauli beschließt, sich nicht weiter an der Arbeit zu beteiligen. Worum geht es denn tatsächlich in Heisenbergs Gleichung? Da hat er fantastische Überlegungen angestellt. Das Ziel war eben, dass diese Vielfalt, die wir haben, dass das einfach verschiedene Zustände sind von etwas, was viel einfacher ist, was ein Urfeld ist. Deshalb finde ich es immer lustig, dass also hier der Platz, wo er ist, dass der unten Urfeld hat. Wir haben das auch Urfeld genommen. Es gibt nur etwas eines, aber nicht ein Urteilchen, sondern ein Feld. Und das war der Unterschied. Das Feld ist ja nicht etwas, was ich greifen kann. Das ist so ein Hintergrund. Nicht? Und es war das Urfeld. Wie muss das Urfeld mit sich selbst umgehen, dass diese Vielfalt eben entwickelt? Die anderen haben in einer ganz anderen Richtung dann gearbeitet. Aber dann später, 5 oder 6 Jahre später, haben die auf einmal auch festgestellt, wir müssen das anders machen. Werner Heisenbergs einst berühmte Feldgleichung steht heute nicht mehr im Fokus der Forschung. In den 50er Jahren beginnt man große Teilchenbeschleuniger zu bauen, wie das CERN bei Genf. Statt Heisenbergs Idee von einem Urfeld als Hintergrund von allem, geht es bei den Experimenten in CERN wieder um die Frage nach den kleinsten Teilchen. Nun, experimentell passiert dann das Folgende, was also von den Theoretikern schon so etwas vorhergesehen war. Es können tatsächlich bei einem solchen Zusammenstoß viele neue Teilchen entstehen oder viele Stücke entstehen. Und es sieht im ersten Augenblick so aus, als habe man nun auch solche Elementarteilchen in viele kleine Stücke zerschlagen. Wenn man aber genauer zusieht, dann merkt man, dass diese Stücke gar nicht kleiner sind als die ursprünglichen Elementarteilchen. Und das, was wirklich passiert ist, das ist also, dass sich aus der Energie beim Zusammenstoß neue Teilchen gebildet haben. Das CERN, das Werner Heisenberg in den 50er Jahren mitbegründet hat, ist heute weltweit führend auf dem Gebiet der Elementarteilchenphysik. Mehrere tausend Wissenschaftler forschen hier mit modernster Technik, um den Geheimnissen der Materie auf die Spur zu kommen. Die Frage, die auch Heisenberg viele Jahre beschäftigte, ist noch immer ungelöst. Die Wellformel, wie sie damals Werner Heisenberg genannt hat, spielt heute auch noch eine Rolle, weil sie es bedeutet, dass wir auch immer noch auf dieser Suche sind nach der Beschreibung der Kräfte aus einer Urkraft heraus. Diese Suche treibt uns auch heute noch weiter an und der LHC, der Large Hadron Collider, der hier gebaut ist, ist sicher auch dafür da, um eben diese Frage anzugehen und zu beantworten. Was wir hier machen ist, wir schießen also diese Protonen aufeinander. Dabei erreichen diese Protonen sehr, sehr hohe Energien und wenn sie dann aufeinander prallen, wird dabei noch mehr Energie frei. Und jetzt zieht eines der berühmtesten Prinzipien, was eigentlich jeder von Ihnen kennt und schon mal diese Formel gehört hat, E gleich mc², kennt man von Herrn Einstein. Und genau nach diesem Prinzip ist es nämlich so, dass diese Energie zur Verfügung gestellt wird, dass sich daraus Masse oder Teilchen bilden können. Und diese Teilchen fotografieren wir mit unseren großen Teilchenkameras. Das ist verblüffend, aber genau so ist es auch damals beim Urknall abgelaufen. Aus der Energie wurde die Materie, wurden die Kraftteilchen, die unser Universum heute bilden. Da ist Werner Heisenberg, mit dem auch was wir messen, würde er immer noch sagen, genau, ich habe richtig gelegen. Elementarteilchen werden durch sogenannte Wellenfunktionen beschrieben. Das heißt, man kann gar nicht sagen, wo jetzt das Teilchen richtig ist. Das sind im Prinzip Wolken, wenn wir das mal so. Und es gibt Aufenthaltswahrscheinlichkeiten. Erst dann, wenn ich nachgucke, wenn ich dem Teilchen etwas zum Wechselwirken gebe, dann, wenn Kräfte wirken, dann wird das Teilchen sichtbar und ist das, was in mein sogenanntes Bällebild reinpasst. Aber es ist richtig, Teilchen ist eine Welle, kein Ball. Das Atominstitut in Wien ist ein weiteres Zentrum der modernen Physik. Hier studiert Silvia Arroyo Camejo aus Berlin. Noch vor ihrem Abitur, mit 17 Jahren, schrieb sie ein Buch über die skurrile Quantenwelt, in dem sie, auch für Laien verständlich, die immer noch rätselhaften Erscheinungen in der Welt der Elementarteilchen beschreibt. Also in letzter Zeit grübel ich sehr viel darüber, wie man bestimmte Effekte, die man feststellen kann, realisieren kann, wie man bestimmte Effekte nutzen kann. Es gibt ja einerseits
gab es bei Einstein und Bohr und Heisenberg diese Diskussion nach den fundamentalen Problemen, den konzeptionellen Problemen. Heutzutage haben wir eher Probleme oder sehen diese Möglichkeiten, die man haben kann mit diesen fundamentalen Konzepten, dass man versucht, einfach diese Seltsamkeit der Quanten auszunutzen und sie in etwas zu überführen, was wir nutzen können in unserer eigentlichen Welt. Also eventuell kann man damit zum Beispiel die Medizin revolutionieren. Der Laser hat das schon auf gewisse Art und Weise gemacht. Und ich denke, da gibt es noch eine ganze Menge neuer, spannender Ideen, die man realisieren kann. Die Physiker entwickeln immer neue Technologien, bei denen man die Quantenphysik nutzen und anwenden kann. Die Konsequenzen für unser Weltbild werden kaum mehr hinterfragt. Muss ich sagen, im Grundstudium, im Bachelorstudium, dass man sich eben mit diesen fundamentalen Fragen gar nicht auseinandersetzt. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, was nicht auf den Tisch kommt, wenn man Quantenphysik anfängt zu lernen. Da geht es insbesondere darum, eben den mathematischen Kontext zu lernen, die Struktur zu erkennen, Aufgaben lösen zu können und eben das Handwerkszeug des Physikers zu lernen. Aber während des Studiums tangiert man diese Fragen eigentlich gar nicht. Und die meisten meinen ja wohl, dass eben die Atomtechnik die wichtigste Konsequenz sei. Mir ist es eigentlich immer anders gegangen. Ich habe geglaubt, dass die philosophischen Konsequenzen aus der Atomphysik auf die lange Sicht wohl noch mehr verändern werden als die technischen Konsequenzen. Und über diese allgemeinen Folgen der Atomphysik kann man hier oben besonders gut nachdenken. Sie wissen ja, dass durch die Atomphysik und durch das, was man in ihr gelernt hat, sehr allgemeine Probleme anders aussehen als früher. Etwa das Verhältnis von Naturwissenschaft zu Religion, allgemeiner zur Weltanschauung. Das sieht jetzt anders aus, seit wir wissen, dass selbst in der Atomphysik die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt nicht mehr so einfach aussieht wie in der klassischen Physik. Wie die Quantenphysik zeigt, existiert die Welt nicht unabhängig von uns, sondern wir sind Mitschöpfer unserer Wirklichkeit. Die Elementarteilchen der Materie erscheinen je nach Betrachtung einmal als begrenztes Teilchen und einmal als sich ausdehnende Welle. Bei genauem Hinsehen trifft das auch auf uns Menschen zu. Wir sind unabhängige Individuen, vergleichbar den Teilchen. Wenn wir aber auf die Wirkung schauen, die von unseren Handlungen ausgeht, dann sind auch wir vergleichbar mit Wellen. Jede unserer Handlungen breitet sich wie eine Welle aus in Raum und Zeit. Wenn wir sagen, wir sind lokalisiert, ich sitze hier, Sie sitzen da und so fort, und das ist eigentlich nicht wahr. Das, was im Hintergrund ist, ist unendlich ausgedehnt. Es hat nichts mit einem Wechselwirken zu tun. Aber zu sagen, ich bin nur hier und nirgends sonst in der Welt, das ist eine Approximation. Ja? Da kommt jetzt diese Überlagerung rein, da kann ich sagen, also das ist eigentlich nur das da. Und das ist doch ein großer Unterschied, dass ich also nicht durch Wechselwirkung mit dem anderen in Verbindung bin, sondern ich und du ist eigentlich dasselbe. Und es ist nur, wo ich sozusagen das Gewicht lege, dass ich einmal vom anderen spreche, als ein anderer als mir selbst. Werner Heisenberg hat die winzigsten Teile der Materie erforscht. Auf dem Weg zu seiner Quantenmechanik hat er auch gelernt, das Ganze in den Blick zu bekommen, das uns alle zu einer Einheit verbindet. Der Teil und das Ganze ist auch der Titel seiner Autobiografie. Sie endet mit einer Erinnerung an Beethovens Serenade in D-Dur. Ein Versuch zu beschreiben, was ein Elementarteilchen wirklich ist, versagt unsere Sprache. Das Wichtigste ist, wir haben eine Sprache, dass wie am Anfang steht, was ist und dann wie bewegt sich. Und die neue Sprache ist eigentlich die Frage, wie ist es verbunden und nicht was ist. Ja? Und dann haben wir keine Sprache, aber die Mathematik ist eigentlich eine Sprache, eine Wie-Sprache. Aber das ist nicht die Sprache der Mathematik, die wir in der Schule lernen. Statt philosophischer Höhenflüge stehen für Werner Heisenberg nun praktische Prüfungen an. Beim Experimentalphysiker Wilhelm Wien in München. Beinahe scheitert er daran.
Wien hat sehr schnell gemerkt, dass Heisenberg sich um die Experimentalphysik überhaupt nicht interessierte. Und das hat Wien natürlich verdrossen. Und dann wollte er ihn durchschmeißen. Der Sommerfeld sagte, das ist ganz ausgezeichnet. Und die haben sich dann gestritten und auf diese Weise kam dann Rite raus für die Doktorprüfung. Rite bedeutet gerade noch bestanden. Doch Heisenbergs Karriere tut dies keinen Abbruch. Max Born holt ihn als Assistent an die Universität Göttingen. Schon ein Jahr später, mit 23 Jahren, wird er habilitiert. In den kommenden Monaten pendelt Werner Heisenberg zwischen Göttingen und Kopenhagen. In intensiven Diskussionen und Briefwechseln mit Niels Bohr und Wolfgang Pauli ringt er um ein besseres Verständnis der Welt der kleinsten Teilchen. Pauli fragt dabei als erster, ob man überhaupt von Bahnen der Elektronen im Atom sprechen kann. Im Frühsommer 1925 muss Werner Heisenberg die Arbeiten in Kopenhagen und Göttingen unterbrechen. Den 23-Jährigen plagt starker Heuschnupfen. Sein Arzt rät ihm, sich für 14 Tage auf der Insel Helgoland aufzuhalten, um sich hier fern von blühenden Büschen und Wiesen zu erholen. Ende Mai 1925 kommt Werner Heisenberg auf Helgoland an. Er ahnt sich ja selbst nicht, dass ihm gerade hier auf der abgelegenen Nordseeinsel der Durchbruch in eine neue Welt der Physik gelingen wird. Ein Gedenkstein erinnert heute an dieses Ereignis. Heisenberg schreibt in seinen Erinnerungen: Geschlafen habe ich eigentlich gar nicht. Ein Drittel des Tages habe ich die Quantenmechanik ausgerechnet, ein Drittel bin ich in den Felsen herumgeklettert, und ein Drittel habe ich Gedichte aus Goethes westöstlichen Divan auswendig gelernt. In dieser Hochstimmung verbringt Werner Heisenberg seine Tage auf Helgoland. Inzwischen ist für ihn offenkundig, dass das Atommodell, das sich an Planeten orientiert, die auf berechenbaren Bahnen um die Sonne kreisen, nicht richtig sein kann. Der Durchbruch zu seiner neuen revolutionären Physik gelingt Werner Heisenberg, weil er nicht nur genialer Physiker, sondern gleichzeitig Künstler ist. Die Bilder für seine neue Deutung der Wirklichkeit nimmt er aus der Natur und der Musik. Auf Helgoland offenbart sich ihm sozusagen die Melodie der Atome. Durch seine mathematischen Gleichungen erkennt Werner Heisenberg, dass die Wirklichkeit keine berechenbare, objektiv existierende Realität sein kann. Sie ist nicht unabhängig von uns. Wir sind nicht nur Beobachter, sondern Mitschöpfer unserer Wirklichkeit. Zu seinem eigenen Erschrecken kommt Heisenberg bei seinen Gleichungen zu richtigen Ergebnissen, als er den Messvorgang mit in die Formeln integriert. Letztendlich zeigt sich ihm, die Bahn der Elektronen im Atom entsteht erst dadurch, dass wir sie beobachten. Es war klar, dass man, wenn man diese Bahnen der Elektronen ausrechnet, mit der üblichen Formulierung, wo man Ort und Impuls verwendet, nicht weiterzukommen war. Und Heisenberg hat entdeckt, dass man zwar so etwas wie Ort und Impuls verwenden kann, aber wenn man denen ganz eigenartige Eigenschaften gibt, zum Beispiel die, dass wenn ich zwei Größen miteinander multipliziere, Impuls mal Ort, dass das was anderes bringt, als wenn ich Ort mal Impuls multipliziere. Und dann hat er sehr schnell herausgefunden, was bedeutet. Es ist nicht eine Zahl, die ich miteinander multipliziere, aber es ist ein Prozess. Und wenn es ein Prozess ist, dann spielt es eine Rolle. Man braucht sich nur ein Duell überlegen, dann spielt es eine Rolle, ob ich A mal B habe oder B mal A. Einmal wird der eine erschossen und das andere mal der zweite, ja? Ja? Das heißt, man muss anstelle der Zahlen, muss man den Prozess nehmen. Und in dem Augenblick ist auf einmal das Tote in das Lebendige verwandelt. Aber es war zunächst nur, das Urelement ist ein Prozess. Das ist der Grund, warum ich nicht vom Atom rede, sondern vom Wirks, also etwas, was sich verändert. Elektronen scheinen sich so ähnlich zu verhalten wie Glühwürmchen an einem lauen Sommerabend. Sie leuchten hier und blitzen da.
Doch wo sie sich dazwischen befinden, weiß niemand. Der Vergleich hinkt jedoch, denn die Glühwürmchen sind an genau bestimmbaren Orten, auch wenn man sie nicht sehen kann. Bei Elektronen darf man nicht einmal davon ausgehen, erst die Beobachtung legt fest, wo sie sind. Das heißt, es löst sich die Vorstellung, dass alle Eigenschaften der Natur, die wir beobachten, an sich existieren und wir die eben dann anschauen, so wie man auf einer Bühne Zuschauer ansieht, diese Vorstellung löst sich auf. Die Art der Messung, die ich mache, bestimmt, welche Eigenschaften zuerst mal ich beobachte, aber auch welche Eigenschaften exakt genommen das System hat. Ich darf nicht davon reden, zumindest in gewissen Situationen, dass das System die Eigenschaften schon hatte vor der Beobachtung. Voller Erregung klettert Werner Heisenberg nach seiner Entdeckung noch in der Morgendämmerung auf einen steilen Felsen und erwartet auf seiner Spitze den Sonnenaufgang. Im ersten Augenblick war ich zutiefst erschrocken. Ich hatte das Gefühl, durch die Oberfläche der atomaren Erscheinung hindurch auf einen tief darunter liegenden Grund von merkwürdiger innerer Schönheit zu schauen. Und es wurde mir fast schwindelig bei dem Gedanken, dass ich nun dieser Fülle von mathematischen Strukturen nachgehen sollte, die Natur dort unten vor mir ausgebreitet hatte. Wir alle gehen davon aus, dass die Welt unabhängig von uns existiert. Die Wirklichkeit erleben wir als Realität. Ein Stein ist ein Stein. Eine Pflanze ist eine Pflanze. Und ihre Eigenschaften kann man objektiv messen und bestimmen. Doch dies ist nicht immer so, erkennt der erst 23 Jahre alte Physiker Werner Heisenberg bei einem Besuch auf der Nordseeinsel Helgoland im Jahr 1925. Heisenberg zeigt, dass in der Welt der kleinsten Teilchen, der Welt der Atome und Elektronen, die Wirklichkeit nicht aus Dingen aufgebaut ist. Solange wir Elementarteilchen nicht beobachten oder messen, existieren sie nur in einer Art unbestimmten Schwebezustand. Heisenberg versucht, die Bahnen der Elektronen im Atomkern zu berechnen. Doch letztlich erkennt er, von Elektronenbahnen kann man gar nicht sprechen. Die Bahn entsteht erst dadurch, dass wir sie beobachten. Das Wesentliche dabei ist, dass er festgestellt hat, dass er dann zwei verschiedene Eigenschaften, also wie zum Beispiel Ort und Geschwindigkeit oder hat, dass wenn er die miteinander multipliziert hat, P mal Q, sagt, das ist nicht dasselbe wie Q mal P, ja. Und er sagt, das geht doch gar nicht, 2 mal 3 ist doch auch 3 mal 2, ja. Das spielt doch keine Rolle, wenn man multipliziert, ob man von links und rechts multipliziert. Aber als er das gemacht hat, dann hat er auf einmal die Resultate gekriegt, die er eigentlich erklären sollte. Und da war er also ganz glücklich darüber, hat dann noch festgestellt, dass es in sich konsistent war, dass es also nicht nur gemogelt war, sondern, aber er hat eigentlich nicht wirklich gewusst, was es war. Zurück an der Universität Göttingen erkennt Heisenberg zusammen mit seinem Lehrer Max Born die Bedeutung der mathematischen Formeln, die den Namen Matrizenmechanik oder Quantenmechanik erhalten. Wirklichkeit zeigt sich als ein Meer von Möglichkeiten mit berechenbaren Wahrscheinlichkeiten für ihre Realisierung. Heisenberg selbst hat da den Begriff Potentialität verwendet. Man kann nur sprechen von Möglichkeiten für Messergebnisse. Aber man darf nicht davon sprechen, dass diese Teilchen existieren in irgendeiner Form, wie wir es uns vorstellen. Natürlich, das Elektron selbst. Es ist eine schwere Zeit für Werner Heisenberg in Leipzig. Er fühlt sich politisch und wissenschaftlich isoliert. Deutschland steht vor dem Krieg. Im Februar 1937 verliebt er sich bei einem Konzert in die Buchhändlerin Elisabeth Schumacher. Schon bald darauf heiraten sie. Mit Elisabeth hat Heisenberg später insgesamt 7 Kinder.
Im Sommer 1939 ist Heisenberg auf Vortragstournee in den USA. Die Amerikaner versuchen, ihn zum Bleiben zu überreden. Lange ringt er mit sich, ob er dem verlockenden Angebot nachgeben soll. Doch letztlich entschließt sich Werner Heisenberg, mit seiner jungen Familie in Deutschland zu bleiben. Für den Physik-Nobelpreisträger Werner Heisenberg repräsentiert die Natur das Gute, Wahre und Schöne. Wie Goethe erlebt Heisenberg, dass dem Menschen in der Natur eine göttliche Ordnung gegenübertritt. Diese göttliche Ordnung spiegelt sich in den Gesetzen der Physik und somit auch in Heisenbergs großen Entdeckungen, der Quantenmechanik und der Unschärferelation. Die moderne Physik seit Heisenberg legt nahe, dass die Vorstellung einer von uns getrennten Realität eine Illusion ist. Wir sind eingewoben in das Ganze der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit zeigt sich als ein Meer von Möglichkeiten, als Potentialität. Dieser Schwebezustand der Welt gerinnt erst durch bewusstes Beobachten zur uns gewohnten Realität. 1939, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, entschließt sich Werner Heisenberg, mit seiner Familie in Deutschland zu bleiben. Er erwirbt ein Haus in Urfeld am Walchensee. Hier verbringt die Familie die Kriegsjahre. Deutschland unter den Nationalsozialisten ist das Gegenteil des Guten, Wahren, Schönen, das für Werner Heisenberg Richtschnur seines Lebens ist. Ende der 30er Jahre wird er von den Nationalsozialisten direkt bedroht. Seine Physik wird als jüdische Physik angefeindet. Noch im Sommer 1939 hält Heisenberg mit großem Erfolg Gastvorträge an amerikanischen Universitäten. Die USA versuchen, ihm goldene Brücken zu bauen. Sie wollen ihn zum Bleiben überreden. Heisenberg aber kehrt nach Deutschland zurück. Er wusste, dass er, wenn er auswandert, nur mit der allerengsten Familie auswandern kann. Was ist dann mit den anderen? Er konnte sicher sein Institut nicht mitnehmen. Was ist mit allen seinen Mitarbeitern? Und dann hatte ja auch Planck ihm gesagt, man muss Inseln des Bestandes bilden für die Zeit nach der Katastrophe, und man hatte ja immer die Hoffnung, dass es viel schneller geht, als es dann gegangen ist. Also ich glaube, das war tatsächlich seine Vorstellung von Verantwortung, und er hat uns immer wieder gesagt, die Verantwortung beginnt vor der Haustür. Für die Amerikaner und in die USA ausgewanderte Kollegen ist Heisenbergs Entscheidung kaum zu verstehen. Sympathisiert er doch mit den Nationalsozialisten? Bald nach Kriegsbeginn wird das Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik in Berlin dem Heereswaffenamt unterstellt. Da Heisenberg und seine Mitarbeiter kriegswichtige Forschung betreiben, werden sie künftig vom aktiven Kriegsdienst freigestellt. In Berlin schließt sich Heisenberg der sogenannten Mittwochsgesellschaft an. Das ist ein Kreis angesehener Männer aus Wissenschaft und Kunst, darunter aber auch Militärs und hohe Beamte. Die Mittwochsgesellschaft trifft sich abwechselnd im Haus eines der Mitglieder. Der Gastgeber hält einen Vortrag aus seinem Fachgebiet. Gemeinsam ist ihnen die Liebe zum geistigen und kulturellen Erbe Deutschlands. Für Heisenberg repräsentiert das vor allem Goethe. Goethes Faust kennt er auswendig. Faust ist ein enttäuschter Naturwissenschaftler. Sein Drang nach immer weiterer, immer abstrakterer Erkenntnis veranlasst ihn, den Pakt mit Mephisto, dem Teufel, zu schließen. In seinen Erinnerungen schreibt Heisenberg: Der Weg, der aus dem natürlichen Leben heraus in die abstrakte Erkenntnis der Wissenschaft führt, kann also beim Teufel enden. Goethe spürte die dämonischen Kräfte, die in der Entwicklung der naturwissenschaftlich-technischen Welt frei werden können, und er glaubte, ihnen ausweichen zu sollen. Aber, so wird man vielleicht antworten müssen, so leicht kann man dem Teufel nicht ausweichen. Kompromisse mit dem Teufel muss auch Werner Heisenberg eingehen, als Preis für seinen Verbleib in Deutschland. Lange Zeit glaubten die Physiker nicht, dass es möglich ist, die neue Physik technisch zu nutzen. Doch Ende 1938 gelingt Otto Hahn und Fritz Strassmann
die Kernspaltung im Uran. In Experimenten zeigt sich, dass es möglich ist, im Uran eine Kettenreaktion in Gang zu setzen. Damit ist klar, in den Kräften des Atoms ist Sprengstoff von unvorstellbarer Gewalt verborgen. Heisenberg hatte die große Angst, dass er aufgefordert wird, eine Bombe zu bauen. Und am Anfang war es noch gar nicht sicher, ob man wirklich eine Bombe machen kann. Was man nämlich vom Otto Hahn festgestellt hat, ist, dass nur also Uran gespalten wird. Aber das macht ja nichts aus, wenn ein Atomkern spaltet. Das ist ja ein kleiner Krach, weil das so was winzig klein ist. Aber dass bei der Spaltung Neutronen entstanden sind, die wieder die nächste Spaltung auslösen und deshalb diese Kettenreaktion kommt. Aber die Frage war, ist die Kettenreaktion, ist die sozusagen stark genug, um denn wirklich dann eine echte Kettenreaktion zu haben, sodass auf einmal das Ganze eben explodiert. Nun wird die lange als jüdisch verunglimpfte moderne Physik auch für die Nationalsozialisten interessant. Heisenbergs Arbeiten rücken in den Fokus des Rüstungsministeriums. Ich bekam den Auftrag, überlegen Sie sich doch mal, ob Sie überhaupt glauben, dass unter den jetzt bekannten Gegebenheiten eine Kettenreaktion möglich ist. Und wenn ja, dann schreiben Sie doch bitte auf, wie Sie sich das denken. 2 Monate später reicht Heisenberg eine erste Studie ein. Darin beschreibt er die Grundzüge der Reaktortheorie. 1941 baut Heisenberg mit seinen Mitarbeitern die Vorform eines Atomreaktors. Man war sich schon ziemlich klar, wenn man die Uranspaltung hat, dass man aufgrund der Uranspaltung irgendwann mal irgendetwas bauen kann, was kriegerisch anzuwenden ist. Heisenberg kommt zusammen mit seinem jüngeren Mitarbeiter Karl Friedrich von Weizsäcker auf die Idee, seinen Lehrer Niels Bohr in Kopenhagen zu besuchen. Sein Ziel ist ein Pakt der Physiker auf beiden Kriegsseiten gegen den Bau von Atombomben. Die Vorzeichen für eine Verständigung stehen schlecht. Deutsche Truppen haben Dänemark 1940 besetzt. Bohr ist voller Misstrauen, noch ehe er weiß, was Heisenberg ihm sagen will. Und Heisenberg weiß, dass er überwacht wird. Jedes falsche Wort kann ihm als Landesverrat ausgelegt werden. Ich bemühte mich, die Unterredung so zu führen, dass ich damit mein Leben nicht unmittelbar in Gefahr brächte. Sie begann wahrscheinlich mit der Frage, ob es richtig sei oder nicht, dass sich Physiker in Kriegszeiten dem Uranproblem widmeten. Bohrs unmittelbare Gegenfrage war: Glaubst du, dass der Bau von Atombomben möglich ist? Als ich antwortete, ich weiß, dass es möglich ist, brach Bohr das Gespräch schockiert ab. Was erhoffte sich Heisenberg von seinem Kopenhagen-Besuch? Er hat uns immer erzählt, er hätte eben doch gerne mit Bohr darüber gesprochen, was aus der Atomenergie jetzt eigentlich wird, und hätte gerne auch nach draußen gegeben. Und das war natürlich gefährlich, dass die Deutschen keine Bombe bauen können. Und in der Hoffnung, dass dann die anderen auch keine bauen würden. Warum aber können die Deutschen keine Atombombe bauen? Als Ende 41 der Führerbefehl kam, Entwicklungen, die länger als ein halbes Jahr dauern, oder manche mal sagen ein Jahr, ich glaube es war ein halbes Jahr, dauern, dass die unterlassen werden sollten. Nun gab es das berühmte, im Jahr 42 gab es ein berühmtes Treffen mit dem Rüstungsminister Speer. Und da wurde fragte, naja, wie groß muss denn eine Bombe sein, die London zerstört? Und Heisenberg hat gesagt, ja, so groß ungefähr wie eine Ananas. Und dann hat der gesagt, ja, warum machen Sie das nicht? Dann hat der Heisenberg gesagt, ja, dazu brauchen wir einen umfangreichen technischen Aufwand. Und damit war die Sache praktisch auf deutscher Seite erledigt. Nicht, also, es war nicht so, dass das Heisenberg irgendwie eifrig, weil wenn er die Bombe bauen wollte, wie die Amerikaner spielen, dann hätte er alles vorangetrieben. Aber Heisenberg wollte gerade vermeiden, dass man das tut.
Was sind die kleinsten Bausteine der Natur? Was ist es, das die Welt im Innersten zusammenhält? Schon immer versucht der Mensch, Antworten auf diese Fragen zu finden. Für den Dichter und Naturforscher Johann Wolfgang von Goethe ist das Gute, Wahre und Schöne die geheime Natur unserer Welt. Der Physik-Nobelpreisträger Werner Heisenberg ist seit frühester Jugend fasziniert von den Gedanken Goethes. Die Harmonie und Ästhetik der Natur begegnen ihm in mathematischen Formeln. Mit ihnen beschreibt er die Welt der kleinsten Teilchen. Damit revolutioniert er unser gesamtes Weltbild. In Werner Heisenbergs Jugend ist die wissenschaftliche Denkweise noch von den Naturgesetzen geprägt, die Isaac Newton im 17. Jahrhundert formulierte. Der Legende nach begann Newton über Gravitation nachzudenken, nachdem ihm ein Apfel auf dem Kopf gefallen war, und begründete damit die klassische Mechanik. Seit dieser Zeit betrachteten viele Wissenschaftler und Ingenieure die Welt als Maschine und Gott als ihren Konstrukteur. Alles schien berechenbar. Die Physiker waren überzeugt, bald auch die letzten Rätsel des Lebens zu lösen. Der Siegeszug von Technik und Maschinenwelt schien unaufhaltsam. In diese Welt wird am 5. Dezember 1901 Werner Heisenberg in Würzburg geboren. Ein Jahr vor Heisenbergs Geburt hatte der Physiker Max Planck über die Eigenschaften von Energie und Licht geforscht. Er erkannte, dass sie nicht als kontinuierliche Strahlung auftreten, sondern in Form von genau definierten Energiepaketen. Vergleichbar ist das mit Wasser, das nicht als Strahl, sondern in gleichförmigen Tropfen herabregnet. Max Planck nannte diese Energiepakete Quanten. Seine Erkenntnisse drückte er in mathematischen Formeln aus, mit denen er eine neue Theorie über die kleinsten Bausteine der Welt begründete. Die Quantentheorie. Werner Heisenberg begeistert sich schon früh für die Naturwissenschaften und besonders für die neue Physik. Das beschreibt er in seinen Memoiren, die er größtenteils in seinem Haus in Urfeld am Walchensee verfasst hat. Anna Maria Hirsch, die älteste Tochter Werner Heisenbergs, hat sich eingehend mit der Familiengeschichte auseinandergesetzt. Aus was für einer Familie stammt Werner Heisenberg eigentlich? Der Vater, der war bestimmt ein ehrgeiziger Mann, denn ich meine, er ist aus einer Schlosserheimat, sozusagen sein Vater war ja Schlosser, ist er dann irgendwie ausgebrochen und ist Byzantinist geworden und hat sich vergraben in die alten Dokumente. Das ist ja ein ungewöhnlicher Lebenslauf und das heißt, er muss eigentlich sehr, sehr ehrgeizig, sehr strebsam gewesen sein und bestimmt auch für seine Söhne, das stelle ich mir so vor, ich habe ihn ja nicht mehr erlebt. Aber er war wohl ein sehr fröhlicher Mann. Und er macht eben auch sehr gerne Musik und Sang. Und das hat ihn dann gleich mit dem kleinen Heisenberg sehr schnell verbunden, weil er dann froh war, dass er einen Sohn hatte, der ihn dann begleitete beim Singen. 1910 zieht die Familie Heisenberg von Würzburg nach München. Werner besucht das Maximiliansgymnasium in Schwabing. Dort ist sein Großvater mütterlicherseits Rektor. Schnell offenbart sich die große mathematische Begabung des jungen Werner Heisenberg. Sein Sohn Martin Heisenberg liest aus den Erinnerungen seines Vaters. Schon als ich die untersten Klassen des Max-Gymnasiums in München besuchte, interessierte ich mich für Zahlen. Es machte mir Freude, ihre Eigenschaften zu kennen, zum Beispiel zu wissen, ob sie Primzahlen seien oder nicht, und zu probieren, ob sie vielleicht als Summen von Quadratzahlen dargestellt werden können. Das Wort hochbegabt reicht kaum aus, um Heisenbergs Talente zu beschreiben. Mühelos erlernt er die Feinheiten der mathematischen Sprache. Seine Mathematikbücher am Gymnasium werden ihm schnell langweilig und er bittet seinen Vater um anspruchsvollere Mathematiklektüre. Dieser bringt ihm eine mathematische Abhandlung in lateinischer Sprache aus der Universitätsbibliothek mit. Denn August Heisenberg unterstützt gern den Wissensdurst und den Ehrgeiz seiner beiden Söhne Ernst und Werner.
Ehrgeiz wird meiner Meinung nach immer etwas falsch verstanden. Ich habe ihn sehr stark erlebt als so ein, einfach in der Psychologie nennt man das Leistungsorientiertheit. Dass er eben das, was er machte, eben gut machen wollte. Und das war mehr so ein sportlicher Anspruch und ein Anspruch an sich selbst und sagte, das ist man den Dingen auch schuldig, dass man die gut machen will. So gut wie man kann. Und er konnte die Dinge gut machen. Werner Heisenbergs Passion ist die Musik. Im Klavierspielen bringt er es schon früh zu Fertigkeiten, die ihm bereits mit 13 Jahren den Zugang zur großen Musikliteratur ermöglichen. Lange Zeit ist er unentschlossen, ob er Musik oder Naturwissenschaften und Mathematik studieren sollte. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs unterbricht das bisherige Leben des jungen Heisenberg. Es folgt eine Zeit voller Not und Entbehrungen. Um dem Hunger zu entfliehen, arbeitet der 16-Jährige mehrere Monate als Knecht und Erntehelfer auf dem Großthaler Hof bei Miesbach. In dieser Zeit habe er arbeiten gelernt, erzählt Werner Heisenberg später immer wieder. Das Ende des Ersten Weltkrieges geht in die Kämpfe um die Münchner Räterepublik über. Werner Heisenberg wird mit Schulkameraden einem Schützenkommando zugeteilt, das in der Ludwigstraße gegenüber der Universität Stellung bezieht. Als die Revolution so langsam abflaut, fängt er an, sich wieder auf die Schule vorzubereiten, die in den Kriegszeiten geschlossen war. Es war im Juni 1919, ein warmer Sommer, und besonders am Morgen gab es so gut wie keinen Dienst. So kam es, dass ich mich nach Sonnenaufgang mit einem Buch auf das Dach des Priesterseminars zurückzog und mich von der Sonne wärmen ließ. Ein Band des griechischen Philosophen Platon in Originalsprache ist Heisenbergs Dachlektüre. Was ich dort las, kam mir völlig absurd vor. Da wurde behauptet, dass die kleinsten Teile der Materie aus rechtwinkligen Dreiecken gebildet seien. Diese Dreiecke, so Platon, sind selbst keine Materie mehr, aber sie gestalten die Materie, indem sie sich zu verschiedenen Formen zusammenfügen. Das sind die bekannten platonischen Körper. Es beunruhigte mich tief, dass ein Philosoph, der so kritisch denken konnte wie Platon, auf derartige Spekulationen verfallen war. Diese irritierende erste Begegnung mit der Philosophie der alten Griechen ist ein Schlüsselerlebnis für Heisenbergs künftigen Werdegang. Er will das Unbegreifliche der Ideenwelt Platons verstehen. Er will für sich selbst die Frage klären, was ist es, was die Welt im Innersten zusammenhält? Nach Platon verbergen sich hinter dem bunten Geschehen der Welt mathematische Formen, aus denen sich alle Materie bildet. Der Philosoph Demokrit hatte andere Vorstellungen. Er glaubte, dass man irgendwann auf winzig kleine Objekte stößt, die nicht mehr weiter teilbar sind, die Atome. Er stellte sie sich vor wie winzigste Billardkugeln. Aus der unterschiedlichen Anordnung dieser Atome, so glaubte Demokrit, sind alle Erscheinungen der uns bekannten Welt aufgebaut. ...1920 macht Werner Heisenberg ein glänzendes Abitur. Für seine außergewöhnlichen mathematischen Fähigkeiten wird ihm das bayerische Hochbegabtenstipendium am Münchner Maximilianeum verliehen. Noch im gleichen Jahr beginnt Werner Heisenberg bei Arnold Sommerfeld in München Physik zu studieren. Sommerfeld zählt zu den Wegbereitern der neuen Quantenphysik und versteht es bestens, junge Talente zu fördern. Seine Freizeit verbringt Werner Heisenberg am liebsten in der Natur, mit seinen Freunden aus der Jugendbewegung. Also von der Jugendbewegung habe ich auch einige Leute kennengelernt. Ich würde sagen, sie war charakterbildend. Sie hat also seinen Charakter gebildet, dass er eben Leute nach hilfsbereit war.
dass er Leute aus der Patsche hilft, wenn sie irgendwo drin waren, dass er sich kümmerte um die Leute. Nicht, also man sieht es aus den Briefen an die Jugendbewegten, die späteren Briefen, dass er sich um sie kümmerte, um wie sie lebten, wie sie weiterkamen in ihrer Laufbahn. Nicht, ob sie dann in die Wissenschaft gingen oder nicht in die Wissenschaft gingen. Da hat Heisenberg sehr existiert. Aber ihm einen Ort zuzuschreiben, ihm zu sagen, es ist irgendwo, aber wir wissen es nur nicht, das wäre ein Fehler. Doch wie entsteht die Welt, die wir erleben? Statistiker arbeiten mit Mittelwerten. Der Bayer ist 1,78 Meter groß, 85 Kilogramm schwer und trinkt 200 Liter Bier pro Jahr. Dieser Bayer existiert aber gar nicht. So sind auch Elementarteilchen zu sehen, die Professor Dürr als Wirks bezeichnet. Wenn ich ein Gramm Materie habe, besteht es aus Billionen mal Billionen Wirks, ja? Und dann sagt, das verhält sich selbstverständlich ganz anders, als wenn ich nur ein einzelnes habe, so wie wenn ich von einem Menschen spreche. Ich habe 7 Milliarden Einwohner und jetzt spreche ich über den Menschen. Da finde ich keinen einzigen, der dann so aussieht wie das, was ich ausdrücken kann, ja, sondern ich merke, wenn ich dann in die Einzelheiten gehe, das ist eine Riesenvielfalt. Aber für mich reicht das aus, wenn ich Autos verkaufen will. Aber wenn ich irgendwie einen Krieg gewinnen will, dann kann ich das so vereinfachen, dass es so aussieht, als ob das sozusagen eine Entscheidung möglich ist. Ja, ja. Ich meine, wir verstehen, in der Vergröberung kommt genau das Alte wieder zurück. Letztendlich kommt die uns vertraute, berechenbare Wirklichkeit auch in der neuen Physik wieder zum Vorschein. Spielt die Quantenphysik für unser Leben überhaupt eine Rolle? Das ist schwierig zu zeigen, warum etwas, was so winzig klein ist, auf der einmal da ist, aber dann sieht man, das ist eigentlich ganz einfach, der Aufwand. Und dann nimmt man immer dieses Beispiel, dass man immer sagt, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings kann einen Taifun auslösen. Das heißt, wie kann das sein? Kleine Flügel da und auf einmal hat man hier einen Hurrikan. Nicht nur sofort, wie geht es? Nein, der hat nicht den Hurrikan gemacht, aber der war auf eine Kippe, der Hurrikan, dass er nämlich ein Gas war und jetzt wurde er auf einmal eine Flüssigkeit und da hat er eine Kettenreaktion ausgelöst, ja, und auf einmal wurde das. Dass das die Grund ist. Wir müssen, wenn wir in einen Zustand gehen der Unsicherheit, dann auf einmal werden wir empfindsam für alles, was im Hintergrund ist. Aber wir mögen das nicht, den Zustand der Unsicherheit. Wir sagen, wir verlangen, dass die Menschen, dass sie ausreichende Sicherheit haben. Wir sagen, ja gut, also wenn er total sicher ist, dann kann er sich gleich ins Grab legen. Aber dann ist er nicht mehr lebendig. Nicht nur der Flügelschlag eines Schmetterlings kann solch eine Kettenreaktion auslösen und große Bedeutung gewinnen, sondern auch alles, was wir tun oder nicht tun. Ebenfalls durch eine Kettenreaktion werden in einer sogenannten Nebelkammer Bahnen der Elementarteilchen sichtbar. Durch ihre elektrische Ladung erzeugen sie Kondensstreifen, ähnlich den Kondensstreifen von Flugzeugen am Himmel. Heisenbergs Entdeckungen sorgen für allerlei Gesprächsstoff. Bei Albert Einstein hat die Aufregung unter den Physikern anscheinend Assoziationen mit einem aufgescheuchten Hühnerhaufen hervorgerufen. Heisenberg hat ein großes Quantenei gelegt, schreibt er. In langen Diskussionen mit Heisenbergs Lehrer Niels Bohr versucht Einstein, Fehler in Heisenbergs Physik zu finden. Zuerst mal muss man den Einstein verteidigen. Es wird oft so dargestellt, als ob er die Quantenmechanik nicht verstanden hätte. Mein Eindruck ist, er hat sie sehr wohl verstanden, hat sie sehr genau verstanden, konnte aber die philosophischen Konsequenzen nicht akzeptieren. Genau dieser Punkt mit der Realität, der sich auflöst, das wollte er nicht. Und er wollte lieber eine viel, viel radikalere Physik, die irgendwie die Realität rettet. So gesehen hat Einstein sehr genau durchschaut, wohin es geht. Existiert der Mond auch dann, wenn wir nicht hinsehen? Fragt Einstein polemisch. Schließlich sollen laut Heisenberg auch Elektronenbahnen erst durch Beobachtung entstehen. Heisenberg ist sich intuitiv sicher, auf dem richtigen Weg zu sein, auch wenn er nicht alle Details versteht. Er vergleicht das
mit einem Wandererlebnis in den Bergen. Wir waren offenbar in ein Feld ziehender Nebelschwaden gelangt und mit einem Mal konnten wir zwischen zwei dichteren Schwaden die helle, von der Sonne beleuchtete Kante einer hohen Felswand erkennen. Das genügte, um sich ein Bild der Berglandschaft zu machen und den Weg zum Gipfel zu finden. Mit seinem Lehrer Niels Bohr in Kopenhagen diskutiert Werner Heisenberg den richtigen Weg zum Gipfel der Quantenmechanik. Für die Physikwelt überraschend präsentiert der österreichische Physiker Erwin Schrödinger einen alternativen Ansatz, um Vorgänge im Atom zu berechnen. Schrödinger sieht das Atom als schwingendes System, vergleichbar den Saiten eines Musikinstruments. Seine mathematische Formel bewährt sich ebenfalls bestens. Bald zeigt sich, dass Schrödingers Ansatz äquivalent zu Heisenbergs Quantenmechanik ist. Das heißt, seine Formel kann mathematisch in die Formel Heisenbergs überführt werden. Heisenberg hatte 25 die Matrizenmechanik formuliert und Schrödinger Anfang 26 die Wellenmechanik. Und beides lieferte eine fantastische Erklärung, zum Beispiel der Spektren von Atomlicht, Licht, das von Atomen ausgesendet wird. Es war eine offene Frage, wie es das gibt. Warum kann es da zwei verschiedene Theorien geben? Schrödinger selbst hat gezeigt in einer sehr berühmten Arbeit, dass die beiden ineinander überführbar sind. Das heißt, die beiden sind eine verschiedene mathematische Beschreibung desselben physikalischen Sachverhalts. Und warum ist sowas möglich? Wieder, weil das einzig Wesentliche die Beobachtungen sind. Niels Bohr will in den hitzigen Diskussionen mit Werner Heisenberg das Wellenbild und Teilchenbild gleichberechtigt nebeneinander stehen lassen. Sie schließen sich zwar gegenseitig aus, aber andererseits ermöglichen erst beide zusammen eine vollständige Beschreibung der Vorgänge im Atom. Das ist auch der Grundgedanke von Bohrs sogenannten Komplementaritätsprinzip. Werner Heisenberg sucht einen anderen Ansatz. Ich konzentrierte meine Anstrengungen jetzt ganz auf die Frage, wie in der Quantenmechanik die Bahn eines Elektrons in der Nebelkammer mathematisch darzustellen sei. Es mag an jenem Abend gegen Mitternacht gewesen sein, als ich mich plötzlich an mein Gespräch mit Einstein besann und mich an seine Äußerung erinnerte, erst die Theorie entscheidet darüber, was man beobachten kann. Es war mir sofort klar, dass der Schlüssel zu der so lange verschlossenen Pforte an dieser Stelle gesucht werden müsse. Was man in der Nebelkammer wirklich beobachtet, sind nicht die Elektronen, sondern Wassertröpfchen, milliardenfach größer als ein Elektron. Die richtige Frage muss für Heisenberg also lauten, kann man in der Quantenmechanik eine Situation darstellen, in der sich ein Elektron ungefähr, das heißt mit einer gewissen Ungenauigkeit, an einem gegebenen Ort befindet und dabei wieder ungefähr eine bestimmte Geschwindigkeit besitzt? Eine kurze Rechnung bestätigt, dass man solche Situationen mathematisch darstellen kann. Die berühmte Unschärferelation bedeutet zuerst mal, dass ich Ort und Impuls eines Teilchens nicht gleichzeitig wissen kann. Ort ist jedem klar, Impuls heißt nichts anderes als Masse mal Geschwindigkeit. Also ich kann nicht gleichzeitig wissen, wo ein Teilchen ist und wie schnell es sich bewegt. Das bedeutet, dass die Berechenbarkeit der Welt prinzipielle Grenzen hat. Auch die Kausalkette von Ursache und Wirkung gilt nicht mehr uneingeschränkt. Der Zufall hält Einzug in das wissenschaftliche Denken. Albert Einstein kann die philosophischen Konsequenzen der Quantenmechanik nie akzeptieren. Gott würfelt nicht, sagt er. Doch er kann keinen Fehler in Heisenbergs neuer Physik finden. Einstein war in seinen Forderungen zu weitgehend. Und die haben sich als falsch herausgestellt, nicht? Es ist nicht nur der Zufall jetzt außer Zweifel, es wird sogar verwendet in Zufallszahlengeneratoren und so weiter. Es gibt auch andere Dinge, die Einstein bezweifelt hat, wie eben die Frage, dass es eine Realität nicht geben sollte ohne Beobachtung.
Werner Heisenberg ist nun der neue Star am Physikhimmel. Zahlreiche Universitäten buhlen um den jungen Professor. Heisenberg entscheidet sich für den Physiklehrstuhl in Leipzig. 1933 ist Werner Heisenberg am Zenit seiner Karriere. Im Alter von 31 Jahren wird ihm der Nobelpreis für Physik verliehen. Im selben Jahr, 1933, kommen in Deutschland die Nationalsozialisten an die Macht. Viele Wissenschaftler verlassen das Land. Ende 1933 wird auch Heisenberg von den Nationalsozialisten bedroht. Nach der Vertreibung seiner jüdischen Mitarbeiter wird er selbst als sogenannter weißer Jude angegriffen. Seine Physik wird als jüdische Physik angefeindet. Der war irgendwie einer, den man anreden konnte und der einem auch weiterhalf. Die Burg Pappenheim im Altmühltal ist ein Ziel der zahlreichen Wanderungen mit seinen Freunden aus der Jugendbewegung und Ort eines besonderen Erlebnisses, von dem Heisenberg später immer wieder erzählt. Lange Diskussionen über philosophische Fragen beschäftigen die Jugendlichen. Sie leben in einer Zeit, in der sich alte Werte und Vorstellungen auflösen. Auf viele Fragen finden sie keine Antworten. Werner Heisenberg entdeckt die Werke Goethes für sich. Hier findet er Bestätigung für sein eigenes Empfinden, für eine göttliche Ordnung in der Natur. Wie der große Dichter will er nach jenen der Erscheinung zugrunde liegenden, von Gott gesetzten Strukturen forschen, die nicht nur mit dem Verstande konstruiert, sondern unmittelbar geschaut, erlebt, empfunden werden können. Er hat auf jeden Fall diese Augenblicke der Beglückung immer in der Natur und mit der Natur erlebt. Nicht? Das war in Pappenheim, da gibt es ja so eine Stelle, wo er sagt, da irgendwie unterm Sternenhimmel, da kann man auf einmal sozusagen die Natur oder das Ganze. Das Ganze war auch ein ganz wichtiger Begriff für ihn, nicht das Ganze, nicht dass die Dinge sich zusammenfügen, die Musik und die Natur und die Menschen und die Natur. Wenn das verschmilzt, das ist im Grunde so ein mystisches Erlebnis, was er da hatte. Durch die Diskussionen mit seinen Jugendfreunden findet Werner Heisenberg einen Schlüssel zum Verständnis für Platons berühmtes Höhlengleichnis. Platon vergleicht darin die Menschen mit Wesen, die in einer tiefen Höhle gefangen sind. Licht erhalten sie von einem Feuer hinter ihnen. Doch sie können nur nach vorne schauen, gegen eine Wand. An dieser Wand erscheinen für sie in Form von Schattenrissen die Dinge der Welt. Platon vergleicht dies mit dem Alltag von uns Menschen, indem wir Dinge für real halten, die in Wahrheit nur wie Schatten der eigentlichen Wirklichkeit sind. Gelegentlich kann ein Mensch einen Blick dieser anderen Wirklichkeit erhaschen. Doch was er dann zu berichten versucht, kann niemand verstehen. Wenn wir über Naturwissenschaftler reden oder auch Physiker insbesondere, nicht, dann muss man eigentlich auch Unterschiede machen, von welcher Art sie sind. Ich habe das immer unterschieden. Da gibt es diese Künstlerwissenschaftler, dann gibt es diese Ingenieurphysiker und dann gibt es diejenigen, die Mathematik machen. Und Heisenberg war ganz bestimmt ein Künstlerwissenschaftler. Das heißt, wenn er auch Physik gemeint hat, aber er konnte es ausdrücken, die Ursache für seine Lösungen, die kamen nicht aus der formalen Umgang mit Mathematik und so fort, sondern das waren alles Bilder, die er aus der Natur genommen hat, also Gefühle, die er praktisch übersetzt hat. Und ich immer gefunden habe, dass das eine wunderbare Art und Weise ist, wie man jemanden bekannt macht mit etwas, was schwer auszudrücken ist. Werner Heisenberg wagt eine neue Sicht auf die Wirklichkeit. Sein Blick richtet sich hinter die Schattenwelt des Lebens, auf die kleinsten Bausteine der Materie, die Quanten. Jahre nach dem Ersten Weltkrieg sind eine Zeit des Umbruchs und des Experimentierens. Das Ende der Monarchie erleben viele als Schock. Alte Strukturen brechen zusammen.
Die neuen Freiheiten der Republik sind ungewohnt. Die Politik der 20er Jahre ist radikal und verworren, doch glanzvoll und frei entfalten sich Kunst und Kultur. Künstler brechen mit überkommenen Strukturen. Ständig entwickeln sich neue Formen in Kunst, Theater und Musik mit Einflüssen aus aller Welt. Musik ist auch die große Leidenschaft von Werner Heisenberg. Doch letztlich entschließt sich der 19-Jährige zum Studium der Physik. 1920 wird Heisenberg an der Universität München aufgenommen. Im Kreis hochbegabter Studenten dringt er ein in eine neue Welt der Naturwissenschaften, in die Welt der kleinsten Teilchen, in die Welten der Quantenphysik. Seit Isaac Newton Ende des 17. Jahrhunderts die Gesetze der Mechanik formulierte, glaubten viele Wissenschaftler, dass die ganze Welt berechenbar sei. Doch neue Experimente lassen sich mit Newtons Gesetzen nicht mehr erklären. Max Plancks Quantentheorie und Albert Einsteins Relativitätstheorie bringen das mechanistische Weltbild ins Wanken. Werner Heisenberg hat sich schon zu Schulzeiten für diese neue Physik begeistert. Wie elektrisiert ist er von den philosophischen und weltanschaulichen Fragen, die sich aus den Entdeckungen Plancks und Einsteins ergeben? Was steckt hinter den Begriffen Raum, Zeit und Materie? Was ist die Natur der Wirklichkeit? Woraus besteht das Universum? Was ist es, was die Welt im Innersten zusammenhält? Die Bahnen der Planeten um die Sonne sind Vorbild für das neue Atommodell, das Heisenbergs Lehrer Arnold Sommerfeld und der dänische Physiker Niels Bohr zusammen entwerfen. Der junge Heisenberg freundet sich in Sommerfelds Seminar mit dem nur wenig älteren Wolfgang Pauli an. Es wird eine Freundschaft fürs Leben. Ich habe Pauli nur ganz kurz gekannt, aber er war ein fantastischer Mensch, der einem alles kaputt gemacht hat, was man sich ausgedacht hat. Ja? Und Heisenberg sagte, so gehe ich zum Pauli, wenn er es mir nicht zerreißt, dann kann ich es veröffentlichen. Ja? Das heißt, man hat ihn als Kritiker genommen, weil er so scharf war und gesehen hat, das ist nicht stimmig und so fort. Arnold Sommerfeld erkennt schnell das große mathematische Talent Werner Heisenbergs. Gleich zu Beginn des Studiums betraut er ihn mit selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten. Die neue Atomtheorie steckt noch voll ungelöster Rätsel. Wenn es Bahnen der Elektronen um den Atomkern gibt, wie lassen sie sich berechnen? Was hält die Elektronen auf ihrer Bahn? Warum ist die Materie überhaupt stabil? Werner Heisenberg findet nach wenigen Wochen eine Lösung für ein Problem, über das führende Physiker der damaligen Zeit grübelten. Zum Entsetzen seiner Kommilitonen bringt diese Lösung aber das gesamte Theoriegebäude seines Professors ins Wanken. Es war jedenfalls ein Ergebnis, das mit der Konstruktion des Atoms zu tun hat. Nicht, dass man also gesehen hat, dass das Atom ja eigentlich einen ganz kleinen Kern hat, 10.000 Mal kleiner, und dann hat es diese Hülle, wo da Elektronen herumsausen. Und dann hat man gesagt, das Kleinste ist wieder ein Planetensystem. Das heißt, die Welt ist so aufgebaut, wenn ich da reingehe, dann wiederholt sich das immer wieder, nur immer kleiner. Aber dann hat man gesehen, die Elektronen, die können nicht darin rumsausen, die fallen sofort in den Kern rein. Das kann doch nicht sein. Das ist doch ein Planetensystem. Und dann hat man gemerkt, das sind keine sausenden Elektronen, sondern das ist eine Schwingung, die da ist und die fällt nicht in den Kern rein. Arnold Sommerfeld ließ sich bei seinem Atommodell von einem Phänomen aus der Musik inspirieren. Schon Pythagoras im alten Griechenland erkannte, dass schwingende Saiten eines Instruments harmonisch zusammenklingen, wenn ihre Längen in einem ganzzahligen Verhältnis stehen. Im Verhältnis ganzer Zahlen kreisen auch die Planeten um die Sonne. Sommerfeld war deshalb überzeugt, diese Zahlenverhältnisse seien auch für sein Atommodell richtig. Heisenberg weist in seiner ersten Arbeit nach, dass sein Professor hier falsch liegt. Auch Niels Bohr
damals die führende Autorität auf dem Gebiet der Quantentheorie, ist irritiert von Heisenbergs Erkenntnissen. Nach einem Vortrag in Göttingen bittet er den jungen Studenten zu einem Gespräch. Das war so ganz am Anfang und Heisenberg war ein ganz junger Spund, ja, damals und hat sich da Gedanken gemacht und hat also den Bohr, als er vorgetragen hat, hat er gesagt, aber wie erklären Sie das? Und dann sagte Bohr, Sie haben da recht. Da habe ich meine Schwierigkeit und dann hat er einen Spaziergang gemacht, ja. Er versteht alles, berichtet Niels Bohr später seinen Kollegen. Für Werner Heisenberg ist diese erste Begegnung mit Bohr ein prägendes Ereignis, wie er in seinen Erinnerungen schreibt. Dieser Spaziergang hat auf meine spätere wissenschaftliche Entwicklung den stärksten Einfluss ausgeübt. Oder man kann vielleicht besser sagen, dass meine eigentliche wissenschaftliche Entwicklung erst mit diesem Spaziergang begonnen hat. Werner Heisenberg beeindruckt bei diesem Gespräch die philosophische Weitsicht, mit der Niels Bohr die Frage nach der Natur der Atome betrachtet. Atome sind keine Dinge. Bedeutung gewinnt ein einzelnes Teilchen immer nur in Verbindung mit dem Ganzen. Wenn man